Läuft wieder. Hallo. Läuft wieder, ne? Perfekt. So, läuft wieder. Schön. Sorry. So. Lag an OBS, geht jetzt wieder. Also war diesmal nicht der Arbeitsspeicher. Hä? Warte mal. So, läuft wieder der Stream bei euch? Wäre cool, wenn ihr mir ganz kurz Bescheid sagen würdet. Jetzt hoffen wir mal, dass das Game... Ah, schön. Toll. So. Ha. Da läuft's doch wieder. Sorry, Leute. Ihr kennt's. Ihr kennt ja das gute alte OBS. So. Warten wir direkt. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Roleplay. Es ist die 300. Episode von Walter Weiß auf YouTube. Und Dafi. Alles Gute zum Geburtstag. Bringt's auf den Punkt. Onkel Walli Weiß hat heute Geburtstag. Er wird sage und schreibe 32 Jahre, genau wie ich im Real Life. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei dieser grandiosen Community. Es ist absolut insane, was die letzten 24 Stunden passiert ist. Danke. Und 300 Episoden von Walter Weitschit, dem Chief of Police. Das sind unfassbar viele Stunden, unfassbar viel Drama, was da reingeflossen ist. So viel Emotionen. Crazy. Da kann man auch mal so einen Blick zurückschweifen lassen und über die Zeit nachdenken, was man alles so erlebt hat. Und ja, crazy einfach. 300 Episoden. Kann man alle auf heideltraut.de sehen. Von Episode 1 an, die jetzt 100.000 Aufrufe erreicht hat, bis zur 300. Episode, inklusive Spezialcharaktere, kann man sich da alles ansehen. Kann man sich alles angucken. Absolut insane. Und naja, auf jeden Fall, genau, die letzten 24 Stunden absolut geisteskrank. Dankeschön nochmal an diese Community, die hier komplett eskaliert ist. Mir fehlen immer noch die Worte, wie viel Support hier gestern reingeflogen ist. Dankeschön. Und ja, ich hatte eine gute Nachricht. Bei Lucky Five, beim YouTube-Kanal, sind wir auf dem Weg zu den 5.000 Abonnenten. Übelst krass, Leute. Also auch, wie ihr die Videos da aufnimmt. Und bei 10.000 Abonnenten, also nicht Subs wie jetzt das, ne, sondern Abonnenten auf YouTube, bei Lucky Five wird es ein Special geben. Ja, 10.000 Abonnenten-Special könnt ihr gerne da mal reinfollowen. Einfach auf lucky5.de bei Twitter bei YouTube suchen. Und ja, Dankeschön nochmal an jeden einzelnen gestern und heute und für den ganzen Support. Und ja, weil ich's brause, ist gestern an den Start gegangen. Wir haben unfassbar viel Gas gegeben. Wir haben unfassbar viele Bestellungen bekommen. Da müssen wir gleich mal reingucken, wie viele das sind. Und ich wollte jetzt eigentlich in die Brauserei gleich fahren und ein bisschen was produzieren. Das kann man vormittags immer ganz, ganz gut machen. Und noch ein paar E-Mails checken, damit natürlich auch das LSPD weitergeht. Und das ist jetzt so hier das Ding. Genau. So. Gucken wir erstmal, ob wir irgendwelche SMS haben. Guten Tag, ich hatte mal ein Bild, das wohl von Ihnen gemalt wurde, ersteigert. Und das ist leider nie angekommen. Herr Dennis meinte, es würde an Ihnen liegen. Herr Daniels von Paradise hat das Bild, nicht ich. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstagsgeschäft. Leider konnten wir einen Einsatz miteinander anstoßen. Genießen Sie Ihren besonderen Tag. Lassen Sie sich feiern und reich beschenken. Falls Sie etwas Freude haben möchten, wir konnten drei Kennzeichen feststellen im Video. Check. Oh, nice. Check. Sehr gute Arbeit. Vielen Dank. Muss ich wahrscheinlich ganz viele SMS beantworten, oder? Nö, doch nicht. Warte mal. Melde hiermit meine Beziehung komplett ab. Oh nein. Wie lange diesmal? Carter und Harper haben sich getrennt. Okay. Jack. Doch nicht so viele Dinger. Okay. Ich hätte gedacht, jetzt kommt noch mehr. Keiner mag Walter Weiß. So.
ist ja immer die Frage, ne? Wir trennen uns und dann kommt immer Hochzeitsgeschenk für PD-Pärchen. Vielen Dank für die... Okay. Okay, nice. Also Frau Shaw kriegt jetzt von Walter Weiß ein Bild geschenkt mit Herr Adams zusammen oder Herr Shaw, wie sie beide da sitzen. Das ist doch toll. Haben wir hier ein neues Video. Paris erster Wintertube-Fans, das haben wir schon gesehen. Dem müssen wir jetzt noch eine Anfrage schicken, weil der ist jetzt der Influencer. Der ist jetzt der Influencer hier, ne, der Harald. Der macht ja auch ein Video. Der Harald macht ja auch ein Video. Über Wallis Brause. Diesel News. Wochenhoroskop. So, was seid ihr für ein Sternzeichen, Leute? So, machen wir Steinbock. Singles suchen diese Woche nach ihrem neuen Traumpartner. Sie knüpfen viele neue, vielversprechende Kontakte und sind in Flirtlaune. Venus sorgt auch für Paare für eine romantische Zeit. Ah ja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay. Dann gucke ich mal bei Zwillingen nach. Zwillingen, was haben wir da? Zwilling. Dank Uranus lassen Sie sich schnell für neue Projekte begeistern. Sie wollen jetzt vorankommen und sind bereits einiges dafür zu tun. Achten Sie darauf, niemanden zu verletzen. Fische, diese Woche wirken Ihre Sterne wie ein frischer Kick. Sie sind energiegeladen und wollen sich neu ausprobieren. Auch im Job kommt Power gut an. Ja, seht ihr, Leute? So sieht's aus. Das klingt doch alles ganz gut. Jason Winter, kennt ihr diesen Moment im Leben, wenn man alles sich gegen einen verschwört? Oh, das ist aber dramatisch. Das ist dramatisch. Dann wollte ich mal gucken hier bei... Ja, gut. Wurde nichts Neues mehr kommentiert. Okay. Nichts Neues mehr kommentiert. Wie ein Bruder sehen. Das ist bescheuert. Alright. Okay. So. Ja, okay. Hier gibt es nichts Neues. Haben wir Essen dabei? Wasser haben wir kippen. Jetzt brauchen wir noch was zu essen. Was nehmen wir denn heute? Oh, Raps, Leute. Guck mal. Oh. Liebe Raps im Real Life, ne? Raps im Real Life sind halt wirklich Ehre. So. Und dann haben wir uns noch, essen wir noch ein Stück vom Geburtstagskuchen. Ist ja unserer, dürfen wir ja. So. Der Miljanik dann jetzt hier schon wieder. So. Den Kuchen oder die ganze Torte? Zack, ja, oder das war gestern witzig, der Clip. Ja, aber gestern aus Versehen die ganze Torte gegessen, ne? So, check. Haben wir? Können wir uns vielleicht mal umziehen, weil den Anzug haben wir jetzt schon seit 3 Tagen an. Mal ein bisschen Frische hier reinbringen ins Leben. Und gestern ist Feiertag in Los Santos, denn der Chief hat seinen Spind aufgeräumt. Könnt ihr euch das ausmalen? Dafür sieht es hier langsam schon unordentlich aus. So, Schuhe. Wobei, die Schuhe können wir ja anlassen eigentlich. So, schwarze Hose. Zack, schwarzes Hemd. So können wir das heute... Heute machen wir mal locker flockig. Heute ist mal locker flockig. So. Mhm. Alter, du hast heute Geburtstag. Du bist heute ein 32-jähriger Mann, der auch noch CEO eines Brause-Imperiums ist. Oh, was? Pogas. Okay. Eigentlich laufe ich jetzt zum PD ganz cool. Warte mal, wo? Ah, nee. Ich kann nicht. Oh, nee. Doch, der Brioso steht beim PD. Oder? Motorrad liegt gut da. Ich hole den Brioso. Ich muss jetzt ganz kurz einmal zum PD laufen. Sonst kann die Honey heute leider... Die muss das Auto behalten. Weil das Problem ist, dass Honey nämlich nachher zu dem...
zu der Winery noch fahren muss und da steht noch die Mule rum und so weiter, der steht am roten Bordstein. Deswegen laufe ich kurz zum LSPD. Ich laufe kurz zum LSPD und hole einen Brioso. Und mit dem, den kann ich dann bei Wallis Brause parken und ist das eigentlich, warte mal, was ist denn weiter weg? Tut sich, ich bin genau in der Mitte. Entweder muss ich hier hin oder hier hin. Ja, komm, laufen. Hab ich nicht ein Fahrrad hier? Nee, auch nicht. Oh. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Das ist natürlich sehr unglücklich jetzt für mich. Alles Gute zum Geburtstag. Geiler Dino. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Kommen wir gerade frisch vom Boostern. Leute, danke für die ganzen Glückwünsche. Und für die ganzen Geschenke, für die ganzen Subs, für die ganzen Bits und alles, ne? Kimmel! Ja, sicher, Vonex. HGW zum Geburtstag, Galligrü. Galligrü, was hat denn? Dankeschön für 2 Monate. Cindy Gummibaum, hört auf jetzt, Chat! Hört auf jetzt! Dankeschön. Kimmel! Ist übertrieben, was ihr mit meinem Stream macht. Taxi rufen. Ja. Ja, LP-Streamer, dankeschön. Elli, hört auf hier, Chat. Ihr seid ja geisteskrank. Schon Leute hier unterwegs. Schon Leute hier auf dem Server unterwegs. Mm-mm. 58 Leute sind gerade auf dem Server um 13 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute von mir. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Kimmel! Alles Gute zum Geburtstag. Alte Spiel. Morgen habe da nicht Geburtstag. Ah! Ich wünsche dir ein schönes Fest. Alter Schwede, dankeschön. Alter Schwede, hä? Alte Spieltante. Aber wir haben jemanden auch in der Community, der alter Schwede heißt, deswegen. Vielen Dank, Leute. Danke, danke, danke. Da. Ah, alter Spieltante ist da oben und der Schwede ist da unten. Deswegen habe ich das verwechselt. Weil man sagt ja mal alter Schwede. Wir kommen im Kreis der 32er, Dennis. Dankeschön. Ob das gut ist? Ist halt die andere Frage. Ja? Ist ein gutes Alter. Ja gut. Alles Gute nachträglich. Nachträglich? Ich habe doch heute Geburtstag. Steht sogar im Titel. Ich werde dieses Jahr eine richtige 31erin. Willkommen, ja. Es ist ein tolles Jahr. Eine tolle Zahl. So sieht's nämlich aus. Leute, das wisst ihr, das Ding ist, das Alter ist nur eine Zahl, wie man sich letztendlich fühlt, ist wichtig. Ne? Das ist es eigentlich. Was gab es Schönes an Geschenken? Ich habe von der Alex so eine Kleinigkeit bekommen. Also wir gehen ja heute Abend essen und so. Aber ich habe heute von Alex aus Carbon, voll cool, nicht so ein Pocket-Portemonnaie. Wisst ihr, was das ist? Also da kann man so, ich bin kein Mensch, der ein Portemonnaie besitzt. Weil ich habe nie Bargeld dabei. Weil ich finde Bargeld voll überflüssig, sage ich euch ganz ehrlich, auch super nervig. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 32. Geburtstag. Stefan, dankeschön für 4 Monate. Und so ein Pocket-Portemonnaie ist, wo du dann so Karten reintun kannst, so Gesundheitskarte also Krankenkarte und sowas alles. Voll cool. Und von Rituals habe ich was für mein Auto bekommen.
So ein Kartenhalter, genau, genau, richtig. Und so früh die Raser unterwegs hier in der Stadt. Kannst du dir nicht ausdenken, Lach. Was kann ich mir nicht ausdenken, die Vanille? Das Autoparfüm von Rituals. Ja, das ist übelst geil. Sag doch einfach, dass du eine goldene Kreditkarte drin hast. Ich habe tatsächlich eine goldene Kreditkarte. Habe ich tatsächlich. Kein Witz. Oh, guck mal hier, Leute. Wer erinnert sich? Es war nicht der ist nicht der Wagen, aber wer erinnert sich? Legende einfach. Der Bäcker nimmt keine Karte. What? Okay, krass. Okay, das ist krass. Bei uns kannst du eigentlich alles mit Karte bezahlen. Wirklich alles, Leute. So, jetzt wäre natürlich geil, wenn wir wissen, die Live-App-Tracking hätten, wenn wir wüssten, wann der Bus kommt, ne? Aber kommt ja bald, die Funktion. Schon Apple Pay benutzt? Habe ich noch nie benutzt, nee. Aber ich habe eine Apple Watch und ein iPhone. Eigentlich könnte ich es mal verbinden. Beim Friseur bezahle ich immer gerne bar, weil da finde ich es ganz gut, dass man den Friseurinnen und Friseuren auch Trinkgeld geben kann. Vanille, ich habe leider keine Ahnung, was du da schreibst. Kannst du dir ein bisschen, kannst du es, also, Alter, es fahren hier schon Leute rum. Guck mal, ist schon was los auf dem Server. Das ist ein PD-Wagen? Ja, ich laufe, lass mich laufen. Ist ja bei sich gerade mit dem Auto privat von zu Hause. Ah. Die ist ja auch schon unterwegs. So, bist du schon wach? Hallo, Bestellungen sind im RDP alle hinterlegt. Mule muss noch abgeholt werden bei der Winery. Wenn das erledigt ist, am besten ins RDP eintragen, dass nachher nicht jeder noch hochfährt. Location ist soweit ordentlich und kann übergeben werden. Werde denen einfach eine Mail schreiben, dass die Karten deaktiviert werden. Geht's? Seit wann denn wach? Ist die Geist, ich rufe die mal an. Einfacher als schon. Seit wann bist du denn unterwegs? Seit einer Stunde ungefähr? Ja, immer noch die Stimme, ne? Ja, das wird sich auch nicht ändern in diesem Leben. Okay, ja, ich laufe gerade zum PD und wollte den Brioso abholen und mit dem Brioso zur Wallis Brause fahren und vom Wallis Brause aus dann nochmal, haben wir noch neue Bestellungen bekommen? Es sind aktuell 5 Bestellungen. Okay, und wie viel können wir schon ausliefern davon? Ich habe jetzt nicht ins Lager geguckt, aber die kleineren bestimmt. Das Problem ist, es sind viele größere Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also wir können auf jeden Fall Lusttropfen komplett beliefern und Knusmann komplett, glaube ich, beliefern. Und dann wird es schwierig, weil der Lona Market möchte insgesamt 83 Kartons jede Sorte. Das Ellies möchte 25 Kartons von den normalen Energies und 15 Kartons Valley Seco. Also es ist einiges. Ich würde ja gerne eine Sache mal vorschlagen, ne? Weißt du, was ich mal fühlen würde? So eine richtig tolle 24-Stunden-Schicht, ne? Oh nee, oder? Und dann immer. Das letzte Mal, ganz ehrlich, weißt du, wie ich die letzte 24-Stunden-Schicht beschreiben würde? Tod und Verderben. Aber warte. Aber weißt du, ich würde das diesmal anders machen. Ja. Ich würde um 8 Uhr morgens anfangen. Bis 8 Uhr morgens. Okay. Und ich würde das dann so machen. Kimmel! Weil wir hatten ja letztes Mal das Problem, dass wir irgendwann nicht mehr wussten, was wir machen sollen. Das Problem haben wir ja gar nicht mehr. Pause. Richtig, das hatten wir ja nicht mehr, das Problem.
Aber weißt du, was für ein neues Problem wir hätten? Nee. Ein Platzproblem. Wenn du ja 24 Stunden... Ja, warte mal, warte, ich hab eine Idee. Können wir nicht bei Alice Storage was anmieten? Das... Ich hätte jetzt gesagt, wir schmeißen Fee einfach aus der Wohnung und nehmen die Mädchen. Stell dir mal vor, wir stellen alle Kartons da einfach rein. Und dann wacht die auf und die kann nicht mehr laufen. Ich meine, die Kartons können wir ja wirklich abstellen. Ach, oder können wir die Kartons nicht einfach bei uns in die Firma reinstellen? Also wirklich platzieren? Dann sparen wir doch Platz. Ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn ich an gestern denke. Ja, man sollte ja nicht mit dem Gabelstapler gegenfahren. Das war schlecht. Aber hast du nicht noch kurz ein paar Minuten Zeit, weil dann würde ich mit dir ganz kurz noch die Mule holen gehen, weil alleine ist das schwierig. Okay, dann komm. Ich dich irgendwo abholen. Ich bin bei diesem Epsilon-Programm-Gebäude. Weißt du, wo das ist? Ja, da, wo wir in Tschernobyl damals alles irren aufgegabelt haben. Genau, dann warte ich kurz hier, ja? Alles klar, bis gleich. Gleich. Ja, Leute. 24-Stunden-Schicht, sagt er, oder was? Aber da müssen wir die 10k für voll machen. Let's go, Chat! Jeder? Wie viele Subs muss jeder reinhauen? Das würde ich auch fühlen, wenn man Telefonzellen nutzen könnte, unbekannt jemanden anzurufen, ne? Boah! Idee merken. Manchmal merkt man erst solche Ideen, wenn jeder 3 Subs... Ja, los, Leute, let's go! Das merkt man erst immer, wenn, solche Ideen merkt man erst immer... Kimmel! Solche Ideen merkt man erst immer, wenn man durch die Stadt läuft. Das muss man tatsächlich viel häufiger machen. Dann merkt man eigentlich, was man alles geiles Scheiße machen kann. Samut der Music, danke für die 5 Subgifts! Jetzt geht's los. Lisa, danke für die 5 Subgifts! Kimmel! Sabrina, danke für 6 Monate! Jetzt geht's los, Leute. Rein da, rein da, rein da, komm! Philly Day, danke schön für 10 Subgifts! Dankeschön! Was ist mit der Grafik los? Ja, hier sind irgendwie Texturen broken. Kann mal passieren. Nonki, danke für 5 weitere Subgifts. Dankeschön. Vielen Dank, Frank, für die 5 weiteren Subgifts. Seid ihr geisteskrank, Chat? Jarula, danke für die 5 weiteren Subgifts. Hat mir direkt Raps gemacht. Boah, ich will auch. Bienchen, dankeschön. Olonski, dankeschön. Jetzt komme ich auch hinterher mit dem Vorlesen. Dankeschön. Oder stimmt, dass die Telefonzellen auch eine Nummer haben? Das wäre auch cool, dass man zurückrufen könnte. Komm mal, danke für 5 weitere Subgifts. Die wollen den 24-Stunden-RP-Stream, Leute. Kimmel! Aber dann würde ich, wenn ich den mache, wirklich nur ein Stream die Woche. Also dann nur einmal die Woche streamen. Was? Spinox, dankeschön. Fofi, dankeschön. Danke. Kimmel! Wenn der 24er kommt, mache ich sogar vielleicht mit. Da ist die erste Person, die mitmacht. Sam Winter Music. Sie macht mit. Leute, Person Nummer 1. So, dann könnte man nämlich 12 Stunden PD machen und 12 Stunden Wallis Brause. Kimmel! Dankeschön. Aber das ist... Ja, The One, das wäre auch geil. Aber einige haben gesagt, wenn man jetzt jemanden anruft, dann hört man das Telefon klingeln daneben. Ist das wirklich so? Jane, dankeschön für 10 Subgifts. Ja, auch beim 24. Halber Server macht 24-Stunden-Stream. Kimmel! Diesmal schaffe ich es sicher auch. Ach, Winters, du bist mal ruhig jetzt. Dankeschön. Jane, dankeschön, dankeschön. Kimmel! Hallo. Hallo. Ich habe das Gefühl, ich muss bald wirklich 24 Stunden arbeiten, wenn das so weitergeht. Naja. Könnte dich schaden. So. Dann holen wir mal eben die Mude ab, ne? Ja, Mann. Hast du denn gut geschlafen? Muck, Muck, dankeschön. Ein bisschen wenig, aber ja. Danke. Ja? Wann bist du denn, wann bist du denn heute Morgen aufgestanden? Das erste Mal war ich wach um 6:30, glaube ich. Okay. Dann habe ich es mir woanders überlegt und habe mich nochmal umgedreht. Das mit der Stimme wird auch nie besser, ne? Nee, irgendwie nicht. Und das ist echt traurig, weil ich extra Medikamente gegen Heiserkeit benutze und die einfach nicht anschlagen möchten. Aber trinkst du denn auch viel Honig? Weil zu Hause habe ich noch keinen Honig gesehen.
Nee, trinke ich tatsächlich nicht. Solltest du machen, Milch mit Honig. Ja, Alter. Dann kannst du ja nachher ein Glas Honig mitbringen. Ja, wo kriege ich das denn her? Im Supermarkt. Okay. Scheiße, was habe ich da gesagt? Felix, dankeschön! Ist schon kommen, dass du durch die Stadt rennst, wie so ein Verrückter, einfach nach Honig suchst und sonst nichts geschissen kriegst, weil einfach kein Honig auffüllbar ist. Habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen. Nee? Nee. Rosi, dankeschön! Ich glaube tatsächlich, der in Weinbund hatte mal eine Weile Honig. Ich weiß aber nicht, ob die immer noch welchen da haben. Naja. Nicht auch nicht schlimm. Wir müssen mal zusammenrechnen, wie viele Dosen wir denn von allem jetzt produzieren müssten. Du kannst mal ins RDP schauen. Ja. Bei den Ankündigungen ganz oben habe ich das alles aufgeschrieben. Du bist der Tanaka von Wallis Brause, warte mal. Ja. Ja, aber dass jeder einfach Zugriff drauf hat. Okay, ich rechne mal aus, wie viele Dosen wir brauchen. Ja, mach mal. Okay, warte. Nimm deine kluge App vom Handy wieder. Wir müssen tatsächlich mal schauen. Wir sind ja jetzt 5 Leute, wenn die Ivanov noch da ist. Ich glaube, wenn wir zu 5 produzieren, geht das eigentlich. Dann fahren immer welche Wassertanks füllen. Genau, sind wir sogar 6 Leute. Ja, wir haben Kaya jetzt noch im Boot. Ja, stimmt. So, pass auf. 500. Ich renne jetzt mal alle Dosen zusammen einfach, ja? Ja. So, 500 Dosen Granatapfel. Plus 500 Dosen Wassermelone. Dann haben wir 60 plus 60 plus 60. Dann haben wir 150 plus 150. Dann haben wir 48 plus 48 plus 24 plus 150 plus 150 plus 90. Insgesamt müssen wir 1990 Dosen produzieren. Ja, aber das ist nicht eigentlich so machbar. Viel. So, und da müssen wir hoffen, dass wir, eigentlich müssen wir da jetzt Vollgas geben, weil wenn wir die produziert haben, dann ist es so, dass für uns das Gute ist, dann wenn die Bruno Pitstop-Bestellung kommt, ist es für uns... Dass wir Platz haben. Ja, und wir haben keinen Druck mehr. Weil wie viel Geld ist das denn? Jetzt habe ich gerade nochmal 1.190. So, ich gehe jetzt mal davon aus, ein Durchschnitt, weil Valiseco ist ja auch dabei. Sagen wir mal, geteilt durch... Nee, mal muss ich es nehmen, ne? Ja. Mal durch 4 Dollar. Ah, 4 Dollar 10. Weil dann hat man den Durchschnittswert ungefähr. Mhm. 8.159 Dollar wären das. Schon nicht schlecht. Tja. Also wir müssen ungefähr auf 30.000 Dollar kommen, glaube ich. Dann hätten wir das Investment für alle wieder drin. Danke. Da wolltest du ein bisschen mehr. Wieso, was war das Investment? Ach, das war 45.000, kann das sein? Ivanov hatte 20, wir glaube ich auch jeder irgendwie. Ich glaube, wir waren insgesamt bei 75.000 Dollar. Boah. Mhm. Allein die Mule hat 35 gekostet. Ja, gut. Das muss man erstmal wieder reinholen. Ja. Okay, fährst du jetzt einfach zurück nach Hause, oder was? Ja, das war mein Plan. Okay, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ach so, kann ich dir die Karte von hier oben geben und du kannst gucken, ob du den Typen erreichst, wenn ich glaube, ich bin nur selber bis 15 E-Mail. Uhr da. Dann bin ich schon wieder weg. Dann schreibe ich dem eine E-Mail, dass er das einfach deaktivieren soll. Ja, okay. Ja. Okay, dann komm gut nach Hause. Ja, dir viel Spaß. Ja. Oh, die Mule war gar nicht abgeschlossen. Geil, warte mal. Reifendruckexperte, dankeschön. Wie lange streamst du noch? Heute nur bis 15 Uhr. Ganz, ganz, ganz entspannt heute. Jetzt ist warte mal, Kofferraum. Das ist natürlich kacke. Wir sitzen jetzt auf diesen scheiß Sprunk-Dosen, ne? MG, dankeschön. Für 16 Monate. Sag mal, Mods, wie viele Subs hat denn dieser Stream heute schon wieder? Nur heute. Also nur jetzt dieser Stream. Oh, die Mule muss auch noch getankt werden. So, dann bringen wir die Mule mal nach Hause.
Voll schön heute hier so, ne? Ja, und Walter kann jetzt einen Flugschein machen, Leute. Das wird auch nochmal geiles RP. Timber! Ich voll Bock drauf. Schwarz gekleidet und schwarzer Lieferwagen. Sieht aus wie eine Drogenlieferung. Ja. Das stimmt. Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich schon mal einen dieser Unternehmen erreiche, die eine Bestellung aufgegeben haben. Dass wir dann vielleicht schon mal eine Sache ausliefern können, damit wir Platz im Lager bekommen. Vielleicht ist ja jemand vom Lunar Market oder sowas da. Ich guck gleich mal. Aber ich bin halt gespannt, inwiefern, weil ich es brauche. Timber! Ups. Putzemann, ich danke dir, Mann. Auch für die letzten Tage, mein Lieber. Dankeschön. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank für die lieben Worte, Mann. Timber! So, und deswegen sind die 11 Uhr Streams perfekt. Ich bin so froh, und das war mein Ziel mit Wallis Brause, dass wir vormittags auch mal ganz gediegen Wallis Brause machen können und wir können im Chat quatschen. Wolf, danke schön für deine Stufe 2 Sub im 11. Monat. Vielen Dank. Timber! Also Leute, ganz, ganz kurz für euch. Ich würde einen Stream machen, der 24 Stunden geht, wenn wir die 10.000 Subs mal irgendwann erreichen. Allerdings ist das der einzige Stream, oder es sind dann nur zwei Streams in dieser Woche dann, wo der 24er kommt. Ja? Das ist der Deal. Das heißt, dann gibt es nicht mehrere Streams, sondern nur einen einzigen oder zwei die Woche. Ja? Weil, wie gesagt, ich habe ja meinen neuen Streamingplan angekündigt. Heute gibt es nur bis 15 Uhr, weil die Alex ja arbeiten ist. Und ich glaube, das ist ein cooler Kompromiss. Und, ja. Du Fauler. Nils, danke für 7 Monate. Timber! Aber ich bin ehrlich, und das soll jetzt auch kein Bait sein, 10.000 Subs ist sehr weit weg. Vielleicht im September 2022 nochmal. Timber! Boah, wie die Mule den Berg nicht hochkommt. Ach, die ist ja vollgetankt, okay. Na, das stimmt so nicht, Neo. Man kann ja auch mal vormittags sich einloggen für sich. Das macht die Tati ja auch, wenn man nichts zu tun hat und ein bisschen Wallis Brause produzieren gehen. Ich muss ja nicht streamen dabei oder 24 Stunden streamen oder 12 Stunden streamen. Man kann ja auch... Guck mal, jetzt streame ich 3 Stunden. Reicht doch. Vormittags. Und wenn ich dann wirklich mal einen 11 Uhr Stream mache, dann kann ich doch einfach mit euch ein bisschen Wallis Brause machen. Um 15 Uhr Feierabend ist doch alles cool. Hä? Timber! Jetzt gerade müssen wir halt einfach die Sachen zurückholen, die Mule und so weiter. Happy Birthday, Dennis. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bringen wir erstmal die Mule wieder zurück. Timber! Ja, guck mal, was Govard sagt, ist so wichtig. Einmal Wasser holen und dann daraus Brause machen. Sind schon 400 Dosen und das dauert nicht mal eine halbe Stunde. Ja. 3176 Subs. Bis zu 10.000 und jeder 2 Subs, dann hätten wir es. Ja, das ist immer so einfach gesagt. Es gibt ja auch Leute, die leider finanziell etwas dünner aufgestellt sind und die sich das nicht leisten können. Ist ja auch cool. Müssen sie ja auch nicht. Müssen sie auch nicht. Timber! Genau, Reifendruck, was du sagst, ist das Problem. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, immer die Materialien von anderen Unternehmen zu bekommen. Ja, das ist das Problem. Wir müssen halt gucken, mit welchem Ist-Zustand wir gerade haben und ob das reicht für die Bestellungen. Weißt du? Aber wenn das reichen würde, wäre für uns ja ganz gut. Und Lucky Five ist ja ein Langzeitprojekt. Wir reden ja davon, wir wollen ja jetzt nicht Multimillionäre mit Wallis Brause von heute auf morgen werden.
Man muss auch neue Produkte entwickeln und so. Mal gucken. Jetzt haben wir ja 6 Mitarbeiter. Also mit Walter sind 6 Mitarbeiter. Ich glaube, das reicht erstmal. Und mir macht das auch gerade echt Spaß. Ist eine sehr, 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 sehr tolle Abwechslung zum Cop-RP. Timmy! Dachte, nächsten Monat wird Wallis Browser Racing angekündigt. Jamelex, sei was geht. Kay Marion, Dankeschön. Vielen Dank für deinen Sub. Willkommen in der Community, Mann. Timmy! Oh, der Oracle steht aber sehr schlecht. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super, danke. Ich hab gut geschlafen. Heute Abend gehe ich schön was lecker essen. Mit der Alex zusammen. Aber ist eigentlich geil, dass man, wenn man bei Wallis Brause bestellt, man alle Unternehmen der Stadt unterstützt auch. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil das Unternehmen ist ja ein riesen Wirtschaftsfaktor dann, ne? Auch für die anderen Unternehmen. Das heißt, wir schaffen indirekt schaffen wir die ganze Zeit nochmal neue Arbeitsplätze. Kommand, Junge, ey, du bist... Kommand, wie viele Subs hast du diesen Monat allein rausgehauen? Schon wieder. Danke für 20, Mann. Der will unbedingt den 24er. Dankeschön, Mann. Vielen Dank, Bro. Dankeschön. Leute, was ist hier los? Frank! Hört doch auf jetzt! Ah, hier habe ich Game Crashes immer da vorne, ne? Ich fahr mal anders. Hört mal auf jetzt! Stopp! Dankeschön! Holy fuck, Alter, Leute! Keine Ahnung, wie viele Subgifts das heute wieder waren, aber ihr seid geisteskrank. Ich hoffe immer noch, dass wir das Golfen und Tischtennis auf dem Server kriegen. Boah, da hätte ich so Bock drauf, ne? Liefert ihr meine 1000 Dosen? Ich bin gerade tatsächlich auf dem Weg zur Wallis Brause, um mich drum zu kümmern. Ich glaube, 1000 Dosen sollten wir schon hinkriegen. Muss gleich mal gucken. Timmy! Muss mal hier abbiegen. Autos stehen beim PD wieder alle kreuz und quer. Gestern übrigens, hallo du alter Sack, ey. Gestern wieder übrigens über 500 Spieler, ne? Zen, dankeschön für deine 5 Subgifts, vielen, vielen Dank. Ey Leute, ey. Digga. Ich würde ja gerne so gerne einen Trailer fahren, ne? Also einen Truck mit Trailer. Wie Rainy es hat. Würde ich so fühlen. Eigentlich bin ich fair, muss ich sagen. Ich hätte es mir gewünscht, dass... Wir als Getränkeunternehmen auch einen LKW bekommen mit Anhänger vom Staat. Wisst ihr warum? Weil Rainys hat den auch bekommen vom Staat. Und dann ist ein bisschen Kacke für uns so. Weil wir sind ja dadurch voll im Nachteil, wenn man drüber nachdenkt. Die haben ja mehrere Trucks. Und die haben den ja gesponsert bekommen vom Staat. Das haben wir ja nicht. Lisa, danke schön für deine 5 Subgifts. Ich sag das heute die ganze Zeit. Aber ist jetzt auch egal. Ja, nee, schau mal, ihr müsst ja ein bisschen auch auf die Konkurrenz achten. Jetzt ist Rainys ja in der Produktion mega im Vorteil, was wir ja nicht sind.
Weil wir können dagegen. Wir können dagegen ja gar nichts tun. Aber ist ja egal, also. Scheiß drauf. Kimmel! Kann euch aber nicht mit Rainies vergleichen. Na klar kannst du das. So. Here we go! Kimmel! Ja, ey, ist mir auch Wayne, Leute. Ist mir eigentlich völlig egal. Dann müssen wir die Palette da mal wegmachen. Ich mag unsere Mule. Kimmel! Das ist krass, ne? Rainies hat in der Stadt einen extrem schlechten Ruf, finde ich. Also das ist schon heftig. Die haben einen mega schlechten Ruf. Gibt ja sogar Unternehmen, die extra nicht mit denen zusammenarbeiten. Man müsste so eine Hetzkampagne wie Nestle machen. Man müsste das so machen, dass Rainies Wasser mit dem Stapler wegzumachen bringt nichts. Ja, aber ich mache die mal eben kurz hier zur Seite. Damit ich die Mule wenigstens parken kann. Kimmel! PD hat auch keinen guten Ruf. Ja, ja, aber das PD braucht ja, also ist ja finanziell absolut unabhängig. Die brauchen ja auch keinen guten Ruf. Ich kann die auch nicht aufheben gerade wieder, ne? So hat Rainies keinen guten Ruf. Naja, gestern waren ja Leute da und haben gesagt, die arbeiten extra mit Rainies nicht zusammen. Kirania, Kimmel! Dankeschön. Dankeschön für die Worte. Ja, diese Oma, die ist halt sehr, also nicht die RP-Spielerin, aber diese Oma ist zu arrogant aufgetreten. Ja, die ist zu arrogant aufgetreten, Unzuverlässigkeit, Kimmel! Alles. Total abgehoben. Ja, genau, was Hutzemann sagt, genau, die treten ziemlich großkotzig auf. Genau. Und das ist denen jetzt voll um die Ohren geflogen. Das merkt man. Komplett falsch. Man kann ja von Walter Weiß halten als Chief, was man möchte. Aber gestern haben wir die ganzen Unternehmer alle mit einbezogen und sowas. Also Rainy ist halt ein arroganter Laden im RP. Weil das Problem ist, sie denken halt, dass sie die Monopolstellung haben und daher unantastbar sind. Kimmel! Aber jetzt fahren wir über die drüber. 24-Stunden-Schicht, was? Ja, wenn wir die 10.000 Subs erreichen, gibt es eine 24-Stunden-Schicht. Dann machen wir ganz Los Santos mit, weil ich's brause voll. Aber das dauert, ich glaube, da sind wir zu weit weg. Kimmel! So. Warte mal, ich muss mal gucken. Wir haben die ganze Scheiße hier drin. Ist natürlich suboptimal für uns, dass wir die ganze Sprungs jetzt haben. Müssten wir eigentlich mal, die könnten wir irgendwo spenden. Kimmel! Bei Helping Hands wäre ganz cool. Vielleicht ist da ja jemand, ich rufe da gleich mal an. Bringen wir den in die Sprung vorbei. Weil wir, also das nimmt uns gerade tatsächlich, oder müssen wir bei uns in die Wohnungen bringen? Tatsächlich nimmt uns das gerade Geld, Platz weg. Kimmel! Mal ein bisschen hier auf. So, und dann versuche ich jetzt mal bei Unternehmen anzurufen, um zu gucken, ob wir schon mal was liefern können. So, warte mal, wir können ja mal ins RDP gucken. Kimmel! Ich mach mal ganz kurz den Timmy einmal kurz aus, ja? Ja, oder sinnvoll einfach die Sprung auf Mitarbeiter aus verteilen, weil dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir keinen Verlust machen. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. So, RDP. So, wir haben jetzt, pass auf.
Nona Market möchte 1000 Dosen. Das sind 83 Kartons. Boah, die weiß ich nicht, ob wir die schon beliefern können. Nona Market. Das sind 83 Kartons. Wie viel haben wir denn? Ah. Guck mal, wir haben. Ach Gottes Willen, wir haben viel zu wenig. Lusttropfen könnten wir beliefern. Irish Pub könnten wir beliefern. Nussmann, ist denn da jemand? Ich kann mal versuchen, da jemanden anzurufen, weil dann könnte man denen schon mal was liefern. Kimmel! Wenn die schon mal weg. Shakes! Alles cool, mein Lieber. Danke für die 8 Euro, Dankeschön. Da geht keiner ran. Wäre gut, wenn wir das auch in Etappen liefern könnten, ne? Das wäre eigentlich auch ganz gut in Etappen. Dann würden wir unser Lager immer kleiner kriegen. Boah, so eine Tabelle wäre geil, wo man sehen könnte, wie viele Kartons man noch hat und nicht. Weil das hier ist auch ein bisschen. Fresh Food Experts. 25 Kartons. Das könnten wir liefern. Die könnten wir heute noch herstellen. Guck mal, ob ich da jemand rangeht. Wo sind die denn, Alter? Ich glaube, langweilig wird uns im RP so schnell nicht mehr. Nee. Ich muss mal ganz kurz. Ich gehe mal bei Luna Market kurz rechnen. So, pass mal auf. Wir haben hier. So, wie viel wollen die denn haben? Ich rechne mal ganz kurz das hier durch. Die dürfen ja keinen Alkohol verkaufen. So. Das MD wollen wir auch noch beliefern. Hä? Also 4 plus 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mal 4. Hä? Ich muss die Dosen rechnen. Voll geil, dass man die Items jetzt ansehen kann. Ja. Zack. Warte mal. Ich bin dumm. Warte mal, was habe ich jetzt? Warte mal. 1, 2. Also 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mal 4. Das sind 84 Kisten. 84 Kisten Granatapfel. So, 84 Kisten Granatapfel. Wie viel wollen die denn haben? Ah, das können wir schon liefern. Das ist die Frage, Wassermelone. Wassermelone. Okay, die könnten wir schon mal beliefern. Die könnten wir beliefern. So, das wäre unsere größte Bestellung, wäre dann halt direkt weg. Das wäre eigentlich gut für uns, weil unser Lager dann leer wäre. So, jetzt müssen wir mal hier rechnen. Ah, das kommt, glaube ich, noch nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 mal 4, 80. Hier müssten wir noch ein Karton machen. Ne, 4 Kartons müssen wir noch machen. 4 Kartons, dann hätten wir nämlich, ja, dann hätten wir die Lieferung fertig. Wenn ich es jetzt richtig gerechnet hätte, hätten wir die Lieferung fertig. Hier sind ja auch noch welche, die wir verpacken können. Ich guck mal, ob ich da jemanden erreiche. Weil das hier ist unsere größte Bestellung, das hier. Und die wäre dann weg. Oh, schade, dass man um die Uhrzeit nicht so viele Leute erreicht. Okay, egal. Okay. Dann gehe ich mal ganz kurz rein.
Bruno, ja, Brunos Bestellung ist aber noch nicht da. Brunos ist aber noch nicht da. Ja, ich mach jetzt nichts PD-Relevantes. Ich mach jetzt nichts PD-Relevantes. So, warte mal, haben wir denn hier alles da? Hosen haben wir. Wassertanks. Sind alle voll. Alter, okay, ich kann hier voll reinhalten jetzt. Geil. Okay, warte, ich gehe Schutzanzug anziehen. Wir gehen produzieren, Leute. Wir müssen dafür sorgen, dass Rainy noch schlechteren Ruf kriegt in der Stadt. Wobei, das machen die schon selbst. Die wird hinten angestellt. Ja, heute schon. Weil heute möchte ich mal... Heute möchte ich... Einstempel machen wir nicht, weil, ne? Heute möchte ich mal, mich nur um Wallis Brause kümmern. Weil ich will die anderen nicht immer hier ackern lassen und ich bin hier am so, warte mal, essen? Und ich bin hier am RP haben, wo ich Spaß... Also natürlich machen wir das auch Spaß. So ein Energy Drink hinterher. Ha! Erstmal Power kriegen. Was die Spieler nicht wissen ist, dass wenn du den Energy Drink trinkst, du auch dein Energielevel boosterst, ne? Hier. Pass auf, guck mal. Hier müsst ihr das gleich boostern. Dauert eine Sekunde. Okay, warte mal. Genau, jetzt nehmen wir das hier. Und, machen wir so rum. Zack. Und, warte mal, die können wir auch hier rein. Ah! So. Dann würde ich mal sagen, ran an die Buletten. Ich fand das gestern krass, dass viele Leute schlecht über Rainy sprechen und die Kooperation abgelehnt haben. Ja, für uns mega gut. Ey, Gott sei Dank haben wir die Kooperation mit denen nicht gemacht. Oh, jetzt haben wir den Energy Kick. Ich glaube, das hätte uns... Also ich glaube, die Kooperation hätte uns richtig genudelt. Ich bin so froh, dass wir das nicht gemacht haben. Boah, Alter, jetzt ist der Wally aber drauf. So, seht ihr? Jetzt ist der Energieeffekt hier oben wieder voll. Seht ihr? Deswegen... Wir müssten irgendwann mal die Erlaubnis dafür kriegen, Fassbrause und eine eigene Cola-Sorte zu produzieren. Valiola. Valiola! Also Rainys richtig, richtig Konkurrenz machen. So, zack. Nee, warte mal, das machen wir immer schön von unten. Wir haben uns den Krieg erklärt, dann kriegen sie jetzt auch das zurück. So, Granatapfel und Wassermelone stellen wir her. Vom Cola. Warum hast du keine Musik im Hintergrund? Hab ich gerade nicht vorbereitet. Legst du gleich die leeren Wassertanks direkt in die Mule? Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie viel Platz wir haben. Wie viel Platz wir haben im Lager. Weißt du? Hängt davon ab. Wenn wir genug Platz... Eigentlich ist das hier perfekt für den Erik, oder? Also mal Real Talk. Das hier ist doch gerade Erik Simulator 2022. Oder Walski. Cola Walski! Leute! Oh mein Gott! Cola Walski! Wie gut ist das denn? Und Kowalski, sein fetter Schädel ist auf dem Logo. Das muss ich mir merken. Cola Walski. Mosi schon, ich zück den Stift. So, die müssen wir jetzt gleich dann verpacken gehen.
La 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 la. Dass hier immer vier übrig bleiben, ist halt auch kacke, ne? So, warte, dann nehmen wir erstmal die Dosen hier mit. Boah. Warte mal, ich hab irgendwie. Scheiße, jetzt habe ich hier noch eine Dose in eine. Klemme ich mir mal. Warte mal, die Dose muss ich. Warte mal, das muss ich anders machen. Wassertank ist leer. Zack. So. Hängt Auftrag nach Thailand her. So. Können wir dann. Ach, wir haben eigentlich alle Rohstoffe, die wir brauchen. Haben wir genug? Hier, guck mal. Wir haben so viel Kartons noch und so. Aber wir sollten das immer nachbestellen in einem so einem Zyklus. Ah, wir haben so viel Kartons. Ansonsten fahre mit dem Wagen rum und sammle Kartons von der Mülltonne ein. Honeybeam, wer auf was für Whisky? Stimmt, Alter. Honeybeam. Ja, man muss mal gucken. So. Zack. Die kommen raus ins Lager. Sag mal, Futzmann, du müsstest das RP aber hier richtig fühlen eigentlich, oder? Das ist doch genauso euer Ding hier. Karton. Ich mach mir direkt mal ein paar einzelne hier. Oh, dieses Stacking-System manchmal, ne? Zack. Zack. Eine. Das sind tatsächlich keine Kartons zum Verpacken. Ah, okay. Fanta Valky. War doch eine Honeymeat. Ja, also das Ziel ist, ich würde gerne, dass jeder Mitarbeiter bei Wallis Brause, der seit Ewigkeiten dabei ist, seit Anfang an ein eigenes Produkt auf dem Markt bekommt. Wisst ihr? Das würde ich fühlen. Soll ja nicht nur um Walter gehen, das ist ja Quatsch. Ja, ich bin gerade mittendrin, nur unsere Leute sehen nicht aus wie Atomphysiker. Ja, ist halt wirklich so. Weil die wird halt echt noch Crafting-Profi. Ist so. Ich habe von Gronkh gelernt. So. Bin ja für das Walter-Weißbier. Machen wir erstmal den Energy Drink. Ich find's auch cool, dass die Pan bei Wallis Brause mitmacht. Find ich auch cool. Kai Pirinha. Wegen Kai, ja. Ich muss mir echt mal für diese Streams hier, muss ich mir mal eine Playlist machen. Vielleicht mache ich das morgen. So, zack. 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 So, ich stelle jetzt einfach mal eben ganz kurz hier die ganzen. Ach, Alter, Digga, wir haben. Also, guck mal, das haben wir gestern, glaube ich, ein bisschen zu krass empfunden. Man kann eigentlich total schnell produzieren. Stell mal vor, das machen wir jetzt zu sechst in einem Ablauf hier. Ich glaube, dass wir die ganzen Firmen super schnell beliefern können. Das Problem ist halt nur, dass wir halt die, dass wir halt die Rohstoffe brauchen. Liebe das Mapping von Wallis Brause. Ja, wäre geil, wenn es ein MLO wäre. Ich hoffe, das können wir eines Tages machen mit Gabelstapler so richtig reinfahren und so. Da hätte ich halt übelst Bock drauf. Zack. Weil dann würde der Gabelstapler auch mehr Sinn ergeben. Zack. Nebulus Vampire, danke für 7 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Aber Leute, ich hatte ja schon mal so dumme Ideen im RP
Und guck mal, was hier raus geworden ist. Was das für ein geiler. Also ich will mich hier nicht loben, aber ich finde, wir haben ein geiler RP-Motor. Wir haben einen geilen RP-Motor generiert mit Wallis Browser, finde ich. So. Die Wassermelone packen wir neulich alle ein. Das machen wir noch. Dann bringen wir die raus ins Lager. Dann haben Blasenderwal, geile und Sache, rotes Herz. Und wieder da Hype Train. Leute, danke für 18 Monate. Aber was steht denn hier oben für eine Zahl, Leute? Hier oben. Oben links. Ganz oben links. Das ist geisteskrank. ...6873. Leute, seid ihr geisteskrank? Warte mal. Zack. So, jetzt noch Musik im Hintergrund, ne? Oh, ich würde es fühlen. Wenn ich jetzt nicht streamen würde, würde ich schon The Weeknd-Album hören. Gönnung. Ich habe übrigens mit jemandem gesprochen, den ihr sehr gerne mögt, der eventuell noch einen Charakter der Finca spielen möchte. Warum immer ins Inventar? Das ist einfach Gewohnheit. Es sei euch nicht wer. Keine, es ist nicht Erik oder so, ne? Bevor hier wieder... So, die könnten wir eigentlich auch noch direkt einpacken. Weil wenn wir schon mal gerade dabei sind, komm, dann packen wir eben hier, machen wir alles fertig. Ja, Dimo, auf jeden Fall. Also das war mir wichtig, das habe ich auch dem Team immer gesagt. Ich will mit Wallis Browser ein Unternehmen haben, was auch andere Spieler RP bietet und nicht nur mir. Chat will alle bei Wallis Browser arbeiten, ich fühle das schon hier gerade. Das wäre genau mein RP. Ja, ich sehe das. Albert Chat hier will bald hier Produktionsfirma. Ich sage es euch sowieso nicht, da könnt ihr raten, wie ihr wollt, Leute. Nein, Gerrit oder Ranzi nicht. Nee, du. Kommt ein neues Emote dann. Muss eigentlich, ne? Eigentlich. So. Jetzt haben wir hier. Guck mal, zack. Aber das hier ist für 11 Uhr Streams eigentlich so perfekt gerade. Digga, das ist so perfekt für mich gerade. Warum ziehe ich es eigentlich in mein Inventar? Das ist einfach Gewohnheit. Und ich verdiene kein Cent IC dabei. Bald stempel ich mich auch eiskalt ein. Na, wenn wir Gewinn machen, würde ich mich einstempeln. Man braucht 6 Dosen, 1 Slot... Und vier verpackte Slots. Hä? Was? Sehe ich jetzt nicht, was du von mir gerade willst. Was? So, jetzt können wir noch gucken. Machen wir neue. Halber Verpackungsmeister heute hier. Also sollen wir die alle eben noch ein, die packen wir eben alle noch ein, Chat, ne? Da haben wir gut gearbeitet heute. Waren wir fleißig. Nice, $1 pro Stunde, wie Kohle gemacht. Ich habe auch eine geile Geschäftsidee, aber irgendwie scheitert gerade der dritte Server an der Umsetzung. Erzähl uns doch was davon. Erzähl uns doch was davon, was du damit meinst. Ich ziehe es immer ins Inventar. Warum? Mm-mm.
Kimmel! Lair Games, danke dir für 13 Monate. Alles Gute zum Geburtstag, Dennis. Dankeschön. Marfu you Twitch Prime, Marfu you Herz. Vielen Dank für eure ganzen Geschenke, Leute. Dankeschön. Sag mal, soll ich das hier eigentlich auch auf YouTube hochladen? Ist das für YouTube überhaupt interessant? Ein Zigarrenladen mit Herstellung und Lounge. Gibt's doch auf Lucky Five. Redwood. Wir haben das doch. Gibt's doch. Haben wir doch hier. Hier werden Zigaretten selber hergestellt und es gibt auch. Ah, jetzt reizt aber. Und es gibt auch eine Lounge. Gibt's alles? Pat Baron, danke. Bist du eigentlich auf dem Server von Skuro spielen? Ich glaube nicht. Also, ich finde, als Projektleiter, das ist nicht böse gemeint, sollte man eigentlich nur auf dem Server spielen, dem auch ein gehört. Finde ich so. Weil das ist gegenüber meines Teams, was hinter Lucky Five steht, würde ich das irgendwie nicht so cool finden. Aber wisst ihr, was ich meine? Aber das ist mein Empfinden. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Das ist mir egal. Das juckt mich auch nicht. Ich habe aktuell nicht vor, auf einem anderen Server zu spielen. Für mich ist Lucky Five ein absoluter Traumserver. Genauso wollte ich meinen Server immer haben. Und er ist einfach super toll geworden. Er ist einfach super toll geworden. Ich kann hier nicht meckern. Vor allem, wenn man bedenkt, was da noch alles kommt, ist schon geil. So. Ah, wir haben gleich ihr verpackt. Perfekt. Ah, warte. Wir können sogar tatsächlich gleich, weil hier unten sind die Doseanzahl ist ungerade, das können wir gleich aufwiegen mit den Dosen, die wir noch produziert haben. Da haben wir nämlich noch 4 Stück übrig. Und ist nicht umsonst in Deutschland einer der größten Server. Also OLV-technisch sind wir der größte Server aktuell in der Serverliste. Das macht mich schon sehr glücklich. So, jetzt können wir natürlich mal ganz kurz rübergehen. Und Animal State der größte. Ja, aber Lucky Five ist größer. Kannst du in der Spielerzahl vergleichen. Kannst bei den All-V-Stats immer gucken. Da siehst du, dass Lucky Five größer ist. So, wir hatten ja jetzt gerade... Hier, guck mal, 4 Dosen noch. Die können wir jetzt eigentlich aufwiegen. Und den Wassertank, den können wir schon mal... Den stelle ich erstmal wieder zurück. Dann können wir gleich den neuen da reinstellen. Upa. Warte, müssen wir eigentlich noch ein Post-it machen. Leere Wassertanks. Leere Dosen unsortiert. Aber warte mal, warum... Leere Dosen und leere Dosen. Ach so. Oh, Alter, wir haben hier auch nochmal ganz viele. Ach so, das sind die machen immer 40er-Stacks. Ich verstehe. Na ja, gut. Aber dann nehmen wir den vollen Wassertank schon mal wieder mit. Produktives Arbeiten und so. Ja, ich glaube, Hardcore, also dieses Hardcore-RP mögen viele Leute oder mögen viele Leute nicht. Und wir sind aktuell so in dem Privileg, dass die Leute, die es mögen, halt bei uns spielen. Ja. Also ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt das bei All V-Stats, ich will jetzt hier auch keinen Schwanzvergleich machen, aber ihr könnt das bei All V-Stats vergleichen. Und da seht ihr, dass Lucky Five gerade der größte Server ist. Warte mal, wir wollten das jetzt hier aufwiegen, ne? So, da haben wir nämlich jetzt 4 Stück. Guck mal, da können wir nämlich... Da noch drauf, welche drauf packen und... Ah, eine Dose fehlt uns! Eine einzige Dose fehlt uns! Wie ärgerlich! Eine Dose, Mann! Oh, vielleicht haben wir ja irgendwo noch eine rumfliegen. Das wäre ganz gut. Eine einzige Dose fehlt. Ich glaube, war denn der Mule nicht? Ich muss gleich mal gucken. Irgendwo weiß ich, dass noch Dosen da waren. Ach, ärgerlich. Was genau zeichnet Hardcore-RP eigentlich aus? Naja, also Lucky Five ist halt ein Server, der auf Realismus setzt. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel, ganz, ganz ideales Beispiel ist immer, fährst du mit deinem Auto zum Beispiel gegen eine Laterne und du hast einen Schaden, so rufst du dir den ACLS, also den ADAC sozusagen. Was würdest du sagen, wie oft man in der Woche sich einloggen sollte, wenn man RP spielt? Das kannst du selber entscheiden. Das hängt davon ab, was du machen möchtest. Es gibt auf jeden Fall nicht, also das ist Aberglaube, dass man denkt, man muss sich oft einloggen. Das stimmt nämlich gar nicht.
Ja, wir haben halt auch den Vorteil, dass es ein bisschen finanziell ein gutes Fundament für den Server gibt. Ne? Als Cop sollte man schon etwas öfter dabei sein, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, CVRP zu machen. Also ich glaube, und das ist ja immer so, das legen Leute Lucky Five ja teilweise schlecht aus, das verstehe ich aber auch gar nicht, dass man sagt, dass wir ja ein reiner CV-Server sind. Ja, ist doch geil. Ist doch geil. Kann ich zum Beispiel auch immer nur am Wochenende spielen? Ja, klar. Warum denn nicht? Wir schreiben dir doch nicht vor, wie oft du spielen sollst. Jetzt habe ich hier die Kartons nicht gesteckt. Alter, jetzt muss ich eine einzige Wallis Brausedose suchen. Wo könnte denn eine sein? Wo könnte denn... Habe ich irgendwo im Spind vielleicht eine? Boah, wie dumm das jetzt wäre, wenn ich jetzt das extra produzieren müsste. Nee. Scheiße. Eine einzige Dose bräuchte ich. Haben wir irgendwo... Warte mal, ich guck mal draußen im Lager, ob da irgendwo... Ach doch, draußen im Lager waren, glaube ich, noch welche. Ich glaube, draußen im Lager waren noch Dosen. Ich glaube, hier waren noch welche. Ja, juhu! Wir können auch Kartons machen. Geilo. Die nehmen wir mit. Sonst noch irgendwelche Dosen? Nö. Das Wasser, das sollten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Weil wir den Platz hier gleich brauchen. Fehlt da trotzdem eine. Ja, das ist halt. Finde halt am RP cool, dass man auch mal, also, dass man, also ja, das sagen ja immer Leute Realitäts, also die, man wirft ja Leuten immer Hardcore-RP-Realitätsflüchtling vor und so, ne? Also, ich mag das. Also, ich bin jetzt kein Realitätsflüchtling, aber ich mag, also dieses RP, was die anderen Server machen, wo man so rumballert und so, ist bestimmt auch mal witzig und locker, aber das ist nicht so meins. Ich finde gerade das hier cool, dass man wirklich auch aufpassen muss, was man macht. Und dass es alles so storybasiert ist und alles zusammenhängt. Ist halt immer so eine Sache, was man halt, was möchte man spielen? Möchte man halt lockeres RP spielen, so wie GTA, Online-RP, dann kann man das ja machen. Ja, ich nenne das mal GTA Online-RP, by the way. Aber wenn man sowas wie Lucky Five, dann sollte man sich auf jeden Fall auch damit auseinandersetzen. Und das ist halt... Ist für mich aber, bin ich ehrlich so, dieses GTA Online-RP ist für mich kein GTA-RP. So, ne? Wir haben ja eigentlich tatsächlich, wenn du mal drüber nachdenkst, wir haben ja hier tatsächlich sogar komplett einen Wirtschaftsserver aufgebaut. Das ist ja krass. Wenn du mal die ganzen Unternehmen bedenkst, die es gibt. Und jeder Charakter hat so eine eigene Story und so weiter. Aber man muss auch sagen, wir haben auch ein echt geiles Team bei Lucky Five. Also da macht man sich auch wirklich Gedanken. Und manchmal ist es so, da sind die Spieler vielleicht etwas irritiert, wenn wir zum Beispiel so eine
wenn wir beim DOL was umändern oder sowas oder beim Taco oder sowas, ja. Aber das dient ja, wir müssen ja immer manchmal auch den Server balancen, dass wir deshalb Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jeder cool findet. Aber das gehört halt auch mal dazu. Wenn man mit RP anfangen will, dann empfehle ich erstmal Zivi-RP. Ja, sowieso. Erstmal Leute kennenlernen, ein bisschen Spaß haben, seinen Charakter gut ausspielen. Jetzt fehlt uns immer noch eine einzige Dose. Oh. Gut, dann gehen wir mal im Granat auf. Warte mal, ich bringe erstmal die Dosen raus. Wobei, das muss ich am Schluss machen, um es zu berechnen. Okay, dann machen wir eben noch mal kurz Granatapfel. Weil Granatapfel sollten wir dann mehr als genug haben. Und dann müsste Wassermelone gemacht werden. Und dann müsste Wassermelone gemacht werden. Und Wassertank. Zack, 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 zack. Und was haben wir gesagt? Granatapfel nochmal, ne? So. Wollt mir das auch mal angucken? Alter, wie geil das aussieht, das Icon. Nice. Herstellen. Aber gut, dass die das dann IC gelöst haben und dass das nicht per Discord angekündigt wird. Ja, das finde ich auch immer cringe. Wer stellt das Pulver her? Das kommt von Human Labs. Das kommt von Human Labs. Wird es in Zukunft eigentlich wieder Podcasts mit Lucky Five-Spielern geben? Bestimmt. Es gibt ja, glaube ich, 5 Folgen oder 4 Folgen aktuell, die ihr euch auf YouTube Spotify anhören könnt und Amazon Music, aber da kommt bestimmt bald auch mal wieder was. Ne? Ja, also, du musst ja mit Mary and Down, das ist so, bei Wallis Brause hängt Odeas mit drin, Human Labs hängt damit drin, die ganzen Farmen hängen damit drin, die Winery hängt damit drin, was habe ich vergessen, ach, es sind so viele, es ist so eine Riesenkette inzwischen. Hatten die Kunden nicht gestern gesagt, dass sie die Büchsen ohne Verpackung nehmen sollen? Ja, die sollen halt die Kiste nehmen und selber auspacken. Es ist für mich egal. Aber ich schleppe jetzt nicht 1000 Kisten darum, 1000 Dosen rum. Da bin ich ja ewig unterwegs. Das sollen die dann schön selbst mal machen. Warte mal, das Wasser können wir, glaube ich, erstmal hier reinstellen. So, gucken wir mal. Hier Dosen. Es fehlt wieder eine, ne? Nee. Das müsste am Ende eigentlich aufgehen, wenn ich es richtig checke. Kommt hier der Wassertank wieder rein? Der ist nämlich leer. Und hier. So, okay. Dann machen wir eben die Granatapfel alle fertig. Ja, also ich finde es auch cool, dass wir das in Verpackung liefern, bin ich ehrlich. Also jetzt noch geile Musik, Leute, und es wird chillig. Das müssen wir in Zukunft... Ich muss mich mal morgen ransetzen. Ich muss mich mal ransetzen. Kimmel! SR Florian, danke für 25 Monate. Seit Bus-Simulator 2012 dabei. Oh. Alles Gute zum Geburtstag, Dennis. Boah. Vielen Dank. Ja, du darfst aber nicht argumentieren, dann brauchen die anderen Unternehmen das auch. Das ist ja für uns irrelevant. Wir konzentrieren uns ja auf uns. Gerade was das betrifft. Warte mal, warum ist die Kiste hier nicht... Hä? Ach, ich bin dumm. Jetzt haben wir wieder ein Vierer-Stack hier. Zack, 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 zack. Karton, 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 Karton. Mhm. Hallo? Ja. Oh, ja. Zack. Ja. Ja. Wisst ihr, worauf ich mal Bock habe? Wieder ins Miniaturland in Hamburg, ne? Oh, war da schon mal jemand? Mary Down, ja, das wäre witzig. Eine Reportage über die Herstellung von der Brause auf VentureTube wäre mal was. Ja. Aber wir müssen halt gucken, dass wir nicht zu viel verraten. Ne, die müssen wir immer per Hand herstellen, die müssen wir immer per Hand herstellen, die Produkte. Nicht per Maschine. Das wäre ja auch ein bisschen doof.
Ich finde es ja gerade cool, dass man das so machen muss. Happy Birthday! Dankeschön! Danke. Ja, ich bin auf den Bericht vom Pommesmann gespannt. Ja. Bin ich gespannt. Freue mich drauf. Er hat halt, was ich geil finde, der Spieler dahinter, hat halt direkt eine neue Funktion benutzt, um RP zu generieren mit einem als Influencer. Finde ich cool. Das Sumsi. Dankeschön für die 5 Euro. Tatsächlich wollte ich von den ganzen Donations, die jetzt hier stehen, oben, wollte ich vielleicht die Alex nach Hamburg einladen. Die möchte unbedingt. Aber das petzt ihr wieder. Deswegen sage ich das nicht. Ich erzähle das nicht, weil ihr petzt ja das. Wäre schade. Ich will ja nicht die Freude wegnehmen. The Book of Boba Fett. Ja. Ich habe gestern die neue Folge geguckt und ich fand die zweite Folge viel geiler. Herzlichen Glückwunsch. Silos, dankeschön für 2 Monate. Ich fand die Folge gestern, also die zweite Folge, viel cooler. Viel cooler als die erste. Allein, dass da 2 dicke Hutten drauf waren. Oh, mein Herz. Mein Herz. Ich will dir nicht spoilern. Oh, okay, ich sag nichts. Zweite Folge fand ich mega geil. Viel besser. Da, also bei der zweiten Episode kam bei mir übelstes Star Wars-Feeling auf. Bin ich ehrlich. Bei der ersten so, war mir nicht so, fand ich nicht so nice. Aber zweite Episode, richtig gut. Die Aufträge habt ihr jetzt viele. Und ich glaube, wir werden immer noch mehr bekommen, weil ich glaube, wenn die Leute sich das einmal kaufen, wollen die das auch öfter haben. Bei der zweiten haben wir richtig potenzielle Serie gesehen. Ja. Ich bin gespannt auf die restlichen. Wie viele Folgen werden das eigentlich? 10 oder sowas? Mosi, ich bräuchte noch eine Grafik. Yo, Queens, moin. Dankeschön. Ich bräuchte eine Grafik. Wusstest du eigentlich? 7 Folgen sonst, Sven. Okay. Für Venture. Wusstest du eigentlich, dass Wallis Brause ganz viele lokale Unternehmen unterstützt? So, wir haben jetzt. Warte mal, jetzt muss ich wieder. Oh, das ist. Das müssen wir immer ein bisschen. Warte mal, ich habe doch OneDrive hier, oder wie das heißt. Was ist das? OneNote. Das kann man wunderbar dafür nutzen. So. Hinzufügen. So, warte mal, Abschnitt nenne ich mal Wallis Brause. So, pass auf, wir haben jetzt hier. Warte mal, ich mach das mal ganz kurz. Am liebsten würde ich GTA immer so spielen. So, weil dann kann man raustappen. Ist voll praktisch. Aber dann ruckelt es bei OBS manchmal, das ist total kacke. Warte mal. Also, wir haben jetzt. Was haben wir denn hergestellt? So, wir haben jetzt. Es geht ja nur darum, was wir im Lager, glaube ich, haben. So, wir haben jetzt. Ganz kurz. Hier mal. Warte mal. Hier plus. Hier. 20. 20 Kartons. Alter, wir haben einfach 20 Kartons hergestellt. Also eigentlich 21. Ein einzelner Karton hat. So, dann bringen wir erstmal die raus, würde ich sagen. Wir versuchen VJNS auszumachen. V-Sync. Das soll helfen. Sicher. Macht's ja noch schlimmer. Dö, 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 dö.
Oh, Karton abstellen. Hallo, guten Tag, der Herr Weiß hier. Oh, hallo, ja, Malone vom Lona Market, Sie haben versucht anzurufen. Ja, wunderbar, passen Sie auf, ich glaube, ich bin gerade voll drin. Ich glaube, ich würde es heute schaffen, Ihnen die Lieferung vorbeizubringen. Ja, wann denn? Ich könnte so in 10 Minuten losfahren. Aber ich müsste zweimal fahren. Ja, ich bin am Laden, also wenn Sie möchten, gerne. Okay, dann sehen wir uns gleich, ja? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja, der Großauftrag, Leute, er geht weg. So, jetzt müssen wir genau gucken, dass wir es richtig machen. Nicht platzieren, oder auf. Tragen. Erstmal ausliefern, Chat. Erstmal ausliefern. So, dann kann ich es direkt hier einladen. Scheiße, warte mal. Ich muss jetzt logistisch denken. Warte. Nee, ich lade. Nein, ich mach das anders. Warte, ich mach das anders. Ich mach das jetzt etwas umständlich. Ich weiß, aber so kann ich es mir besser merken. Ich lade das jetzt doch hier ein. Dann kann ich das gleich besser berechnen. Walter ist doch noch schief, aber er hat jetzt ein zweites Business. Ich habe halt Angst vor der Bestellung von Brunos Pitstop. Davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst, Chat. Davor habe ich Angst. So. Wir müssen auf jeden Fall safe zweimal fahren. Kimmel! Tragen. So, und unser Lager wird gleich leer. Das ist so gut. Vollzeitverwirrung. Danke für 16 Monate. 2000 pro Sorte. Ja. So, dann fahre ich gleich die Mude ran, lad aus und lad um. Ich mache das jetzt ganz umständlich für mich. Ist mir völlig egal, ob da jetzt Klugscheißer sind, aber für mich ist das so in Ordnung gerade. Weil dann, guck mal, hier können wir aufdecken. Wie ist das immer ab? Ich habe Angst, dass hier einer ins Lager geht. Meter und so. Oder kein Meter und klettert über den Zaun. So ist ein einfaches Ziel für die Crime Orgas. Wieso denn? Ach Quatsch. So, dann muss ich das gleich ins RDP eintragen. Zack. Tragen. Das kostet ein Karton von Wattis Brause. Also eine Dose kostet 4 Dollar. Ja, Vaga. Ich weiß. Ich guck gleich genau alles durch nochmal. Livio, moin. Gleich kommt die Softdrink-Mafia und räumt das Lager aus. Mal vor. Den stecken wir mal auf. Und es können auch mal Fehler passieren, ne? Also, man kann sich auch mal verrechnen und so weiter. Das kann alles passieren. Können wir eigentlich gleich einen Post machen, dass es die Wallis Brause bei Luna Market jetzt gibt? Würde mich mal interessieren. Aber ich habe leider kein Logo von denen. Das wäre geil, dann könnte man das schon mal posten. Weil sie wirklich die Ersten waren. Das darf man halt nicht vergessen. So. Okay. Tragen. Alex TV, dankeschön. Soll ich das Logo schicken? Oh, das wäre cool. Aber ich kann die auch gleich an beim RP fragen. Naja, Wally zu bedrohen ist ziemlich dumm, weil er ist halt der Chief of Police und den Chief of Police zu bedrohen ist halt keine clevere
Entscheidung, finde ich. Hättest du gedacht, dass Walter Erwartis Brause so ein Erfolg am Anfang wird? Nee. 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 Nee, 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 nee. Habe ich nicht gedacht. Habe ich nicht gedacht, Kinas. So. Fragen. So, jetzt haben wir die Granatapfel alle auch raus. Die können jetzt alle ins Lager. Flipsi, danke für 2 Monate. Am Ende ist es ein Ladenhüter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute werden sich das kaufen. Alleine für den Effekt im Spiel. Kimmel! Leute, was ist denn mit euch? Herzlichen Glückwunsch, Marfuyu Herr. Das ist der 3. Hype Train heute. Metapher, Dankeschön für 11 Monate. Hört doch auf jetzt! Hört doch auf jetzt! So, jetzt müssen wir noch die letzte Kiste rausholen. Ja, guck mal, das MD, das PD, das FD, die können sich alles auch noch holen. McGill und Olsen kann hier Daueraufträge machen. Wir haben ja noch nicht mal die ganzen Fraktionen sozusagen an unserer Seite. So, die letzte Kiste. Dann haben wir noch Granatapfel. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das hier schon im RDP eingetragen ist. Das weiß ich nicht. Gab es schon, Rainies war nicht begeistert, dass ihre Monopolstellung aufgebrochen wird. Finde ich gut. Hä? Was? Wo gab's das? So. Jetzt haben wir alle Granatapfel. Okay, warte mal eben. Das hier mal dokumentieren irgendwie. Bräuchte noch einen weiteren Monitor. So. Okay. Jetzt muss ich nochmal einmal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fahren wir mal die Mule hier ran, weil dann ist es einfacher für uns. Ja, also zu entscheiden, das selber zu machen, war die beste Entscheidung. Als wichtig, ja, hat der... Die müssen wir mal... Jasmin, wir müssen die mal echt wegporten, diese scheiß Palette. Boah, beinahe in die Karre gefahren. Gesagt, getan. Ja, 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 ja. Kimmel! Scheißkiste hier. So. Jetzt müssen wir eigentlich die Mule mal ausräumen. Ah! Jetzt haben wir hier noch Granatapfel. Oh, das ist so eine Scheiße, dass wir diese ganze Scheiße hier drin haben. Egal, komm. Hilft nix. Muss hier das umpacken ins Lager so lange. Bringt jetzt gerade gar nichts, hier zu quatschen. Das muss hier einfach rein. Muss hier rein. Bringt nix. Nee. Muss die Mule komplett leer haben. Sonst muss ich 100 Mal fahren. Sprit gefühlt kacke. Doof, dass wir keinen Kühlschrank bei Wallis Brause haben. Könnt mal die ganzen Drinks reintun, das ist ja für Mitarbeiter. Eigentlich haben wir ja oben einen Kühlschrank, den müssen wir vielleicht mal anschließen lassen. Weil, ne? Und das andere Lager nebenan müssten wir eigentlich auch bekommen können, weil das ist ja da.
Aber das müssen wir vielleicht ausbauen lassen. Keine Ahnung. Okay, den Rucksack, den nehmen wir mal. Ach, den kann ich nicht ins Inventar tun, genau. So, die Kohletabletten tue ich, die lasse ich, die tue ich auch mal ganz kurz hier raus. Ich hoffe, ich denke dran. Die tun wir nämlich. Ich tue die Kohletabletten mal ganz nach oben, damit man das nächste Mal direkt sieht. So, den Rucksack nehme ich auch raus, damit wir nämlich schön hier drin Platz haben. Wo ist denn jetzt der Kofferraum? Ach, hier. So, zack. Zack, und der Rucksack kommt ins Lager. Im Rucksack drin. Ach du Scheiße. Sind ja auch Essenssachen drin. Also Essen haben wir, glaube ich, erstmal ausgesorgt. Können Walter und Hanni alles mit nach Hause nehmen. So. Zack. So, jetzt haben wir die leer. So. Valiseco nehme ich auch hier raus, weil Valiseco haben die ja gar nicht bestellt. So, den kann ich nämlich ins Lager tun. Jetzt haben wir nicht nämlich schön hier einmal clean alles aufgeräumt. So. Okay. So, jetzt müssen wir einmal kalkulieren. Ah, Chat, jetzt geht's los. Also, ich muss mir einen Stift. Muss mir dran gewöhnen, weil ich's Brause-RP bedeutet auch Stift und Zettel hinlegen. So, okay. Luna Market. So, die wollen wie viele Dosen? 500 Dosen, also 83 Kartons. 83 Kartons plus 2 Dosen pro Sorte. Kein Alkohol. So, das heißt, 83 Kartons durch 4 muss ich rechnen. 83 geteilt durch 4. 21 Kartons. Habe ich richtig gerechnet? Warte mal. Ich mache mal 80 durch 4. Nee. 81 geteilt durch 4. 21 Kartons. Also 20,75. Oder rechne ich gerade falsch? Warte, ich kann es einfacher rechnen. Ich bin dumm. 4 mal 83. Nee. Ich alles Gute zum Geburtstag, Mafu. Ich habe richtig gerechnet. Ich habe richtig gerechnet. 83 geteilt durch 4. Ja, sind 20 Kartons. Also 20. 20 Stacks sind das. 20 Stacks. So. 20 Stacks plus die einzelne noch. Machen wir erstmal. Dürfen wir dir helfen? Ich weiß nicht, ob das als Backseat Gaming will. Warte, lass mich mal kurz rechnen. 20, also warte, ich schreibe mir das mal auf. 20 mal 4. So. Und dann würde ich sagen. Mal 3. 20 mal 4, einmal 3 und 2 Dosen. Ich pack dann mal um. Das ist jetzt erstmal Granatapfel, machen wir erstmal. Machen wir erstmal Granatapfel. Mal ran an die Buletten. So, 1. Boah, jetzt muss ich 20 Kartons um 8. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle da reinkriege. Warte mal, die muss ich erstmal wieder rausnehmen. Jetzt haben wir da mal ein bisschen. Zwei. Oh, ich bin gespannt, wie viel ich reinkriege. Drei. Hier. Blinker macht mich noch wahnsinnig. Hier.
Wir sollten das machen, dass Bestellungen immer so aufgegeben werden können, dass das mit den Kartons übereinstimmt. Also immer in Viererschritten. Fünf. Die Frage, wie viel wir in die Mule reinkriegen, ne? Aber wir haben jetzt fünf. Ah, da geht nicht so viel rein. Krass. Sechs. Müssen wir die jetzt schon mal liefern gleich. Sieben. Mal, wie viele Kartons wir da reinkriegen. Acht. Mit 10 Kartons reinkriegen wäre es halt rechnerisch ganz gut. 9. Ah, da kriegen wir noch. Ah, da kriegen wir noch welche rein. 10 war das jetzt, ne? So, jetzt haben wir 10 Kartons da drin. So, dann machen wir hier weiter. 11. 11. 12. Aber es wird 15:30 heute. 12. 13. 14. 14 Kartons kriegen wir in eine Mule rein. Wenn die Mule leer ist, 14 Kartons kriegen wir rein. Das heißt, wir müssen noch 6 Granatapfel ausliefern. 14 Kartons Mule. Noch. Bringen. Okay. Dann geht der Walli sich mal umziehen. Aber die wollen ja auch Dosen einzeln haben, ne? Das sind dann 5 Dosen, bleiben doch übrig, oder? Weil einmal Dreierpack und 2 Dosen einzeln. Das heißt, es bleiben 5 Dosen übrig. Warte, 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 ich rechne mal ganz kurz. Mal eben. 80. Also in einer in einem Ding sind. Boah, wie rechnet man das aus? Warte, 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 ich muss ganz kurz rechnen. Moment. Nein, pass auf, Leute. Pass auf. Die wollen ja 500 Dosen haben. Ja? So. 500 Dosen wollen die haben. Ja? Ich habe jetzt 56 Dosen, also ich habe jetzt 56 Dosen in der Mule. Das sind immer 4 Kartons, genau. Das ist immer 6 mal 4. Das heißt, in jedem Karton sind 24 Dosen. Ja, der Chat, ihr verwirrt mich gerade. Chillt mal eure Nuggets. Also, so, man muss es einmal für sich verstehen. So. Ich muss noch mal ganz kurz. Das Ding ist, der Chat, alles stört mich gerade. Ich mache einfach, ich bring denen jetzt erstmal die Dinger. Hier, warte mal. Ich geh mich jetzt erstmal umziehen. Ja, aber warte mal. Ja, das sind 83 Kartons. Plus 2 Dosen. Also 20 Vierer-Stacks. Genau, richtig. Plus ein Dreier-Stack. Plus 2 Dosen. Ah, ja, ich hab's begriffen. Ja, ich hab falsch gerechnet. Alles gut. Ich hab falsch gerechnet. Alles gut. Ihr habt recht. Schon gut. So, kurz umziehen und liefern. Ja, ich hab gedacht, ich hab eine Sache falsch gerechnet. Alles gut, ich hab's. Ich hab's. Ist ja relativ. Ich hab's. Ich habe gedacht, einmal 3 Dosen in einem Stack, aber es ist ein Dreier-Stack. Jetzt habe ich's. So. Oh! Aber 500 Dosen ist auch eine ungünstige Zahl für uns, weil wir ja das halt so kreuz und quer rechnen müssen. So, ziehen wir was Bequemes an. Zack. Sollte ja reichen jetzt für die Arbeit. Ich denke, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es einfach zu verstehen. Ja, 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 safe, safe, safe.
So, wir müssen also, wir haben jetzt 14 Dosen. 14 Kartons, Entschuldigung, 14 Kartons. Boah, ich dachte gerade, die Mule wäre weg. Jetzt wäre halt ein LKW besser, ne? Dann würden wir nur einmal fahren. Ja, die erste Auslieferung, Chat. Seid ihr ready? Wallis Brause in den Chat. Ich brauch Thumbnail. Ne, ich muss nicht dreimal fahren. Also für Granatapfel nicht. Ist da. Alles Gute zum Geburtstag. Jenny, danke. Ey, der Wolf, danke für den Zehner, Mann. So, Luna Market ist ja hier oben irgendwo, ne? Da, meine ich. Will er mich jetzt wieder bei Karma vorbeischicken, da will ich nämlich gar nicht vorbeifahren. Bei Karma crasht mein Game immer. Das müssen wir noch fixen. Ey Leute, auch ey, danke für die ganzen Donis und so. Jeder Euro ist ein Support, Dankeschön. Ja, dann machen wir gleich einen Post, dass man es kaufen kann beim Luna Market, ne? Crazy, Mann, es geht los. Und Mosi, könntest du mir eine Grafik machen, wo nur zwei, also ohne Valisecco, nur die beiden Energy und ein eigenes Valisecco, also das jetzt erhältlich. Einfach nur, ja. Happy Birthday, danke. Dann habe ich, glaube ich, alle Grafiken, die wir brauchen. So, das ist jetzt die größte Bestellung, ist erledigt dann. Ja. Ich glaube, Aufrunden auf volle Einheiten ist auch deutlich angenehmer. Weil dieses Hin- und Her-Gerechne da ist kacke. Wir sollen uns dann machen wir, dass das dann so eine Zahl ist, dass das genau für unsere Stacks aufgeht. Also, weißt du, was ich meine? Dann rundet man das lieber auf, weil noch drei Dosen extra, das ist ja alles so ein bisschen, Ja, der ACLS, weißt du, deswegen hat das PD Autos einen Abschlepper bekommen. Weil die sollen eigentlich mit dem Abschlepper auch mal hier durch die Straßen fahren und die Autos zur Seite räumen wegen dem Rotation Bug. Hab ich noch nie gesehen, dass sie das machen. Genau, genau. Entweder 504 oder 480. Also das muss ich der Hanni unbedingt sagen, dass wir immer nur Bestellungen annehmen, die in dieser Richtung gehen. Immer, dass diese Vierer-Stacks passt. Weil dann ist das für uns deutlich einfacher, weil das ist Kopfgefick hoch 10. Ja, einfach aufrunden und das so abrechnen. Genau, genau, was ich jetzt... Das machen wir jetzt einmal hier so, aber das muss ich der Handy unbedingt sagen. Guck mal, ich pack dann... Nicht, haben die ein Lager hier oder so? Können Sie hier reinfahren? Haben Sie hier ein Lager oder sowas? Ja, deswegen können Sie hier reinfahren. Rückwärts oder vorwärts? Was ist besser? Rückwärts wäre eigentlich besser. Okay, ja. Oh, ich liebe es gerade so. Es ist wie Euro Truck Simulator, nur mit echten Menschen.
Oh. Hallöchen und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank. Also, passen Sie auf. Ja. So, ich habe jetzt Folgendes. Sie haben ja 500 Dosen pro Sorte bestellt, ja? Es geht nicht richtig auf, ne? Ich habe mit meinem Mann gestern noch gesprochen. Also, wenn Sie wollen, können wir 504 machen. Das wäre deutlich. Also, ich habe es jetzt schon ausgerechnet. Ja, wir können das jetzt mit den 500 Dings machen. Das ist jetzt alles schon ausgerechnet und kalkuliert. Aber in Zukunft, wenn Sie das bestellen, ruhig 504 bestellen oder 480, weil wir haben immer diese Vierer-Stacks. Wissen Sie? Ja, ich weiß. Und dann halt immer, Hani hat gemeint, irgendwie in Paletten, ne? Immer 24 oder so. Genau, gucken Sie mal rein, dann sehen Sie, was ich meine. Ja. Ist halt so einfacher, ne? Dann platzt Ihnen nicht, dann platzt Ihnen nicht der Kopf und uns auch nicht. Ne? Ja, nee, ich verstehe. Ja, ja, klar. So, ich muss dann jetzt gleich, also ich habe jetzt für Sie 14 Kartons dabei. Insgesamt, 14 Stacks da, also 14 Paletten. Ja. Also 14 mal 24, 336. Was ist denn hier los? Haben Sie einen, LSPD, warten Sie vielleicht auf die Anweisungen, die wir Ihnen geben? Ah ja. Setzen Sie sich bitte in Ihr Fahrzeug. Soll ich Ihnen helfen, das ins Lager zu räumen? Weil dann fahre ich... Folgen Sie meinen Anweisungen? Wenn Sie wollen. Sicher, ich helfe Ihnen doch. Oh, kommen Sie. Müssen mir nur zeigen, wo ich hin muss. Ja, das mache ich. Ich mache nachher einen Venture-Post, dass das bei Ihnen... Ja, ich habe auch schon einen vorbereitet. Okay, kann man das bei Ihnen ab heute kaufen? Ja, ich räume es jetzt gleich ein. Okay. So, wenn Sie mal ins Lager gucken, so halb mittig, unter den... Ja, stellen Sie mal den Karton rein, dann sehe ich wo. Ja, perfekt. Orientiere ich mich. Wir haben ein tolles Lager, viele Bonbons. Ah ja. So, dann fahre ich, ich muss noch zweimal fahren, dann haben Sie alles hier. Ja, die Miss Marshall meinte, sie schickt uns noch ein Logo zu. Oh, hat die das nicht gemacht? Nee. Die Faule wieder. Die war die ganze Nacht saufen. Oh. Also die Kartons kann ich von Green Planet dann entsorgen lassen, oder? Genau, genau, genau. Ja, perfekt. Recyceln und so. Das geht ja zügig. Also ich weiß nicht, wie es ankommt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass Ihnen heute der Laden eingerannt wird, weil Sie die ersten, praktisch das erste, die erste Anlaufstelle sind, wo man das kaufen kann, ne? Das ist aber jeden Tag so tatsächlich. Okay. Also von den normalen Energy verkaufe ich aktuell so 1300 die Woche. Woche, okay. Das machen wir heute am Tag. So viel habe ich doch gar nicht. Ja, aber 500. Ja, oh Gott, wenn ich heute Abend wieder bestelle, denken Sie, ich bin bekloppt. Nee, los, hauen Sie rein, let's go. Ist doch cool, freut mich doch. Also ja, mal gucken, wie es angenommen wird. Er ist halt ein bisschen teurer als der Nachtschicht, ne? Aber was kostet der Nachtschicht? Ja, $1,70 im Einkauf, ne? Also kann man nicht vergleichen. Ah ja, okay. Aber ist halt... Ist halt Import und nicht regional und alles. Genau. Also, ja. Ja, die eine Kiste nehme ich noch, die brauchen Sie nicht. Schleppen hier die Palette. Oh, danke schön. So. Und wo ist mein Geschenk? Wie Ihr Geschenk? Die haben mir ein Geschenk versprochen, weil ich die erste war, die bestellt habe. Ja, Moment mal, ich bin ja noch gar nicht. Ich muss ach so, ja noch mal fahren. Die kommen ja noch ein paar Mal. Ich komme ja noch ein paar Mal. Die kriegen von mir von Rainies einen Energy Drink. Ach du Scheiße, die will ich gar nicht. Hab ich doch gestern gesagt, dass ich die boykottiere. Ja, finde ich gut. Sie sind genau die richtige Anlaufstelle für uns, ich sag's Ihnen. So viele Officer wie hier einkaufen, ja. Ja, okay, dann passen auf, dann fahre ich noch mal und dann komme ich gleich wieder, ja? Ja, alles klar, bis gleich. Bis gleich. Echt? Ja, Kukum! Ja?
Was machen Sie denn schon so früh auf den Beinen? Arbeiten, Chef. So, ich verkaufe hier Tickets. Was machen Sie denn da? Arbeiten. Ja, fantastisch. Weil ich's Brause ausliefern. Wer ist das, ja, Herr Daniels? Jo. Ja, ja, einen Daniels. Raser haben wir hier, einen Raser. Ne, bestellen Sie mal schön Wallis Brause für Ihr Unternehmen, ne? Ja, mal schauen, vielleicht kriege ich aber ein Produktmuster. Ja, warten wir erst mal ab, Sie reichen Sie. Bis später! Mhm. Daniels. Ey, mal so eine andere Sache, ne? Was ich ganz geil finde, Leute. Die sind ja auch teilweise die Leute, wo wir jetzt ausliefern, sind ja Mitglieder von irgendwelchen Crime-Dingern. Aber das ist mir völlig egal, weil ich find's so geil, mit Leuten mal RP zu machen, mit denen ich als Walter Weiß nur negativ in Verbindung kommen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so unbescholten. Einfach mal lachen, ohne jemanden Handschellen anzulegen und so weiter. Jetzt schickt er mich hier rum, ne? Hier will ich gar nicht lang fahren. Also die Lieferung machen wir im Stream noch, das schaffen wir noch. Ich bin so froh, dass wir die größte Bestellung direkt abgearbeitet haben. Jetzt muss halt heute Abend ordentlich produziert werden, ne? Aber das geht schnell. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen, 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 vielen Dank. Wollen wir jetzt, um es rechnerisch richtig zu machen, jetzt lieber nochmal 14 Kartons von Wassermelone rüberbringen? Wäre halt cleverer, ne? Wir müssten mal so eine Statistik führen, was besser verkauft wird, Wassermelone oder Granatapfel. Das würde mich mal interessieren. Das müssten die uns da mal eine Rückmeldung geben. Da muss ich dran denken. Es ist halt wie Euro Truck Simulator, nur mit echten Menschen. Das ist absolut insane einfach. Alles Gute, Dennis. Danke, Silent. Dankeschön. Willst du merken, was mehr nachbestellt wird? Ja. So, ich hoffe, die überweist dann gleich die Rechnung, weil dann können wir direkt den RBP-Eintrag machen und das beenden. Wir brauchen dringend einen Truck. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Muli hier. Oder wir holen uns irgendwann mal ein Speedem Custom oder sowas. Nochmal so kleine. Oder noch eine Mule, die gebraucht ist. Irgendwie sowas. Boah, diese Palette, die muss da weg. Übelst nervig. Oh, falsches Lager, ich Idiot. Die Bonus-Pitstop-Bestellung ist noch nicht da. Boah, jetzt hier mit so einem dicken LKW reinfahren. Ich hätte so Bock auf dieses... Oh, mit einem Trailer hier reinfahren, so rangieren und so, ne? Ich würde so fühlen. Mach den Blinker aus. Ne! Jetzt machen wir Wassermelone, würde ich vorschlagen. Wäre halt cleverer. Lager ist abgeschlossen. Oh, das war doch abgeschlossen. Und dann können wir das gleich besser kalkulieren. Das müssten jetzt auch 14 Kartons werden. Können wir genau abrechnen jetzt. 1 zu 1 das gleiche.
wollten auch 504 haben. Nee, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir das jetzt erstmal so lassen, weil ich hab's jetzt auch so kalkuliert. Aber wäre eigentlich einfacher, weil dann wären es 21 Kartons. Mach, glaube ich, soll ich einfach 21 Kartons machen insgesamt? Weil dann haben wir diese Kopfwickerei nicht. Ich mal 21 ist einfacher. Das ist nämlich super, super nervig. Richtig von uns noch ein paar Dosen umsonst. Aber dann ist es einfacher. Es sind dann 504 Dosen. Genug davon? Das ist jetzt die Frage, ne? Scheiße, warte mal, haben wir noch genug Wassermelone? Sonst muss ich das gleich noch produzieren. Aber ich glaube schon. Wir können gleich mal gucken. Ich glaube, das geht gerade so auf. Oder? Ich glaube, das geht gerade so auf. Warte mal, wie viel Platz haben wir noch? Ja, zwei kriegen wir noch rein, zwei Paletten. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir... Jetzt brauchen wir noch 7 Karton, also 7 Paletten. Haben wir noch 7 Paletten pro Sorte, dann ist es nämlich genau richtig. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, das geht ja genau auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein! Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, es geht genau auf. Ich glaub's ja nicht. Wir können einmal noch fahren, dann haben wir alles ausgeliefert. Okay, das ist nice. So ist viel, viel besser. Ehre. Ja, Nuss-Tastatur, das ist aber bescheuert. Ich würde jetzt als nächstes dann die ganzen kleinen Produktionen machen, damit das Kleinvieh praktisch weg ist. Und dann würde ich anfangen, uns vorzubereiten für die große Produktion. Wisst ihr, was ich meine? Hallo Mr. Kokom, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte Sie gar nicht stören in Ihrer Polizeifreizeit. Ich wollte Ihnen nur alles Gute zum Geburtstag wünschen, Chief. Ja, vielen Dank. Was ist denn Ihr Geschenk? Dass ich mir jetzt im Laden Wallis Brause kaufe. Ja, super. Wie? Na, ja, machen da? Sie das. So. Ja. Was ein Geschenk gibt es persönlich nächstes Mal. Ja, nächstes Mal, nächstes Jahr dann. Nee, nächstes Mal in Wien. Ich denke, Sie machen heute frei bestimmt. Sie kommen heute in Wien zum Geburtstag, oder? Nee, ich fahre jetzt nur hier die, weil wir haben gestern so viele Bestellungen bekommen.
dass wir da kaum hinterherkommen. Also Bruno Pitstop will pro Sorte alleine 2000 Dosen. Ja, das ist doch gut. Das ist richtig. Ja, das ist aber, wir müssen deswegen alle ein bisschen jetzt Gas geben bei uns hier im Unternehmen, damit wir das auf die Kette kriegen. Sonst wird das nichts. Aber hier, Luna Market ist praktisch das allererste, der erste Partner, wo man das heute kaufen kann. Ja, hat sie direkt schon angeworben. Werden wir uns gleich mal was besorgen. Ja, probieren Sie das mal. Aber vorher haben Sie das ja schon. Das habe ich probiert, das ist gut. Ja. Gerne weiterempfehlen, ne? Machen Sie einen Post auf Venture und so, Sie kennen das ja alles. Mach ich. Ne? Herr Kukum, dann alles Gute. Haben Sie einen entspannten Tag, ja? Sie auch, ciao. Bis dann. Ciao. Wenn wir den Weg hier fahren, geht es schneller, fällt mir gerade auf, als der andere. Ja, wir machen noch die Lieferung, Leute, und dann machen wir Feierabend, aber das mache ich eben noch fertig. Soll ich in 10, 15 Minütchen soll ich durch sein. Dann noch den Venture-Post, ja, dann haben wir heute sehr produktiv was beendet, was mich sehr freut. Sind ja immer noch da. So. Nee. So, jetzt habe ich Wassermelone für Sie dabei. Dann passen Sie auf, dann machen wir. Ist das okay für Sie, wenn wir 504 machen pro Sorte? Ja, ich ändere das dann ab in der Bestellung. Das ist dann eine. Das ist dann eine Kiste mehr pro. Ja, das ist völlig in Ordnung. Check, okay. Ja, okay, perfekt. Machen Sie mir das hier auf? Machen Sie mir hier das Türchen mal auf? Auch bitte. Oh, perfekt. So. Perfekt. Oh. Ist der immer so früh auf den Beinen hier am Arbeiten? In manchen Wochen ja. Okay. Warum nur in manchen Wochen? In manchen Wochen brauche ich langen Schlaf. Arg fühle ich. So, da muss ich noch ein einziges Mal fahren, dann haben Sie alles. Okay? Ja, vielen Dank. Ja, kein Problem. Wissen Sie, ab wie viel Uhr das bei Ihnen dann im Laden erhältlich ist ungefähr? Granatapfel ist schon drin. Oh, krass. Wir müssen uns da mal so eine Statistik zukommen lassen, was die Leute sich mehr gekauft haben. Würde mich mal echt interessieren. Das sehen Sie ja daran, wie viel ich bestelle, würde ich behaupten. Ja, oder so. Moin. Hey. Alles gut bei Ihnen? Ja, und bei Ihnen? Ja, natürlich. Sehr schön. Ich glaube nur noch eine. Ja, ich glaube die letzte ist das jetzt, ne? Ja. Ja. Perfekt. Gut, dann bringe ich den Rest jetzt und dann sind wir durch. Ja, perfekt, super, bis gleich. Perfekt, bis gleich. Ich bräuchte mal einen größeren LKW hier. Allein für dich, Musi, würde ich es cool finden, wenn es im RPA ein Erfolg wird.
Ist ja schon geil, wenn die Leute so deine... So, die letzte Fahrt für heute. Was kostet ein großer LKW? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So ein LKW mit Wallis Brauselogo hinten drauf. Boah, mit einem schwarzen Trailer. Oh, Chat. Ja, aber das geht nicht, Dagi. GTA ist ja kein Logistik-Simulator. Muss ich brauche noch die Grafik jetzt erhältlich ohne Preis, ne? Weil das macht der 24/7 ja selbst, ohne Preis. So. Hab ich doch geschickt. Ja, hab ich euch gesehen, du kleine du. Ich weiß gar nicht, was die im Lunar Market jetzt kostet, die Dose. Müssen wir gleich mal gucken. Für wie viel? Also der Einkaufspreis ist 4 Dollar. Und Valiseco 4,50. Und Hanni und Walter haben ja gestern eine Marktstudie gemacht. Und ich glaube, der Energy Drink von Rainies kostet 6,50, glaube ich, der günstigste, den wir gefunden haben. Das heißt, wenn unser Energy Drink für 6 Dollar angeboten wird, sind wir günstiger als der von Rainy. Und cooler. Boah, für Bruno Pitstop müssen wir so häufig fahren. Das wird so auf Sprit gehen. Ja, 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 ja. Dann muss man ganz kurz in den Navi gucken, wo wir hin müssen. Mr. Daniels. Hallo, Mr. Daniels, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe da eine Idee, Herr Weiß. Ja, hauen Sie raus. Am 23. machen wir zusammen mit Alice Investment eine Radtour. Weiß ich. Ein Rad-Event. Genau. Und jetzt dachte ich gerade, es wäre ja vielleicht cool. Sie haben ja jetzt gerade frisch Ihren Energy Drink gelauncht. Das ist ja so eine Sportveranstaltung, die Leute verbrauchen viel Energie und Kalorien. Mhm. Wenn man da vielleicht irgendwie mal so ein paar Energy Drinks in die Menge schmeißt, als Promo-Aktion. Vielleicht haben sie ein, zwei hübsche Mädels, die sie da mit Rucksäcken bis runter... Hat ihre Mutter morgen Zeit? Spaß. Da müssen selbst sie lachen, Herr Daniels. Ja, gut. Das ist vielleicht ein, zwei hübsche Mädels, bevor das die Radtour losgeht, mit ein paar Valiseco-Shirts. Ja, eigentlich eine coole Idee. Ne, da können Sie ein bisschen Das ist übernächsten Sonntag, glaube ich, oder? Genau. Ja, okay. Ich habe auch tatsächlich schon den einen oder anderen Influencer. Dieser Pommes-Erik macht jetzt ein Video und Harald Ecker macht auch ein Video für uns. Ah, okay, verstehe. Ja. Wir planen auch gerade eine Veranstaltung, die tatsächlich komplett digital ablaufen wird. Die planen wir über VentureTube zu launchen. Das wird ein richtiger Hype, ich sag Ihnen das. Oh, da bin ich aber gespannt drauf. Ja, da arbeiten wir mit hochkarätigen Personen zusammen. Lassen Sie sich überraschen. Okay, lassen Sie mich überraschen. Auf jeden Fall, was halten Sie davon? 23. 18 Uhr, einfach ein paar Mädels mit so ein paar Dosen zum Start schicken, ein bisschen verteilen, die Marke ein bisschen bekannt machen. Okay, wenn Sie dafür sorgen, dass Rainies da nichts da verteilt? Das können wir machen. Über wie viele Dosen reden wir? Was schätzen Sie, wie viele Teilnehmer dabei sind? Um die 100. Ich würde 50 Dosen pro Sorte. Also kein Alkohol, ja, aber Wassermelone und... Ja, Alkohol ist nicht gut. Das ist doofes Image, wenn die danach radeln. Genau. Ja, okay, ja, machen wir so. Ich gebe das klar, weiter. Check. Ja? Check. Alles klar. Bis später. Schönen Abend noch. Tschüss. So asozial, Alter. So asozial, wie ich Rainy's Hops nehme, Junge. Ja, wir müssen am Anfang müssen wir halt Ausgaben machen,
Wir müssen am Anfang Ausgaben machen, damit wir halt. Ja, das Ding muss ja auf den Markt. So, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, warte mal. 7 Kisten jetzt pro Sorte noch. So, 7 Kisten pro Sorte, das muss genau aufgehen. Das heißt, wir haben unseren Auftrag gleich beendet. Der größte Auftrag von Wallis Brause direkt abgearbeitet. Shaggy Daggy. Da muss ich das noch ins LP eintragen, dann bin ich durch. Ja, was so PR angeht, Leute, das Daniel ist schon eine Maschine. Der ist da schon eine Maschine. Das ist schon eine Maschine. Was macht Wallis Brause denn an Gewinn? Das wird sich erst so in 30 Tagen herausstellen. Wir können das ja noch nicht kalkulieren. Also der Auftrag hier bringt uns jetzt um die 8000 Dollar, glaube ich. Ja, 8000 Dollar ist das hier. Kannst dir rechnen. Guck mal, eine Dose 4 Dollar. Kostet die im Einkauf für die. Und das sind dann das sind dann 500 Dosen pro Sorte. Muss ich ganz kurz rechnen. Wie viel habe ich gesagt? 7 pro Sorte, ne? Kann ich mal ganz kurz das Lager aufräumen. Auch dazu. Eigentlich besser von unten nach oben zu nehmen. Scheiße, ich muss ja noch ein Geschenk bringen, ne? Aber jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt noch 7. Ich weiß nicht, wie wir gestern auf 8000 Dollar gekommen sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Der Valisecco, den müssen wir auch in die ganzen Bars kriegen. Das wird auch nochmal eine... Pass auf, ich schenke denen die einzelnen Dosen, dann sind wir die los. Weil die hängen hier so rum. Können die als Werbegeschenk nehmen oder sowas. Keine Ahnung, was sie damit machen. Ja, eine Cola würde ich eines Tages auch rausbringen. Also, ich sehe Wallis Brause inzwischen als anderes Unternehmen, als es eigentlich geplant war. Ich würde gerne, dass es ein großer Konkurrent zu Rainies wird. Weil die Leute bestätigen mir, dass sie einen brauchen. Einen Konkurrenten. Aber ich will das auch als Lifestyle-Marke machen mit so Sportevents und so. Boah, guck mal, es geht genau auf. Eine Kiste. Pass auf, und die packe ich jetzt aus. Die Kiste und den schenke ich die dann. Dann haben wir die Kiste da weg, weil das ist kacke, dass die jetzt da rumhängt, die Kiste. Mal. Dann nehmen wir die Kiste hier. Dann haben wir das Lager hier leer. Zack. Kiste auch machen. Was kostet eine Dose in der Herstellung? Ich glaube 1,70 Dollar oder sowas. Ursprüngliche Gedanke war ja so Red Bull im RP. Ja, ja, ist immer noch so der Gedanke. Ja. Ja. So, zack. Müssen wir die hier noch einlagern? So, ich hole noch, glaube ich, schnell die 5 Dosen von innen drinnen. Alter Junge, ich krieg den Harry.
die 5 Dosen von Indren, die da übrig sind, weil dann haben wir diese ungerade Zahl weg. Red Bull hat Cola? Echt? Oder Red Bull Cola, was meinst du? Haben wir nämlich diese... Guck mal, da können wir nämlich die hier geben. Schenken wir denen noch. Nämlich diese... Und die müssen nämlich raus ins Lager hier. Fertige Dosen, Valisecco muss hier hin. Fertige Dosen, fertige Kartons. Ah ne, das ist... Ah ne, ne, ne. Okay, okay. So, das sind jetzt hier so kleine Werbegeschenke. Zack. Ist doch egal, Govard. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Muss auch nicht so ein Korinthenkacker sein, dass alles immer richtig zu 100% ist. Machen wir Valisecco. 5-mal Granatapfel. So, habe ich abgeschlossen. Hui! Ja, was mit der... Okay. Alles klar. Ist okay. Lang lebe die GTA-Physik. Habe ich das Lager abgeschlossen? Ich muss gucken. Oh! Gut drauf geachtet, Mann. So, die letzte Lieferung für heute. Dann haben wir's. Ey Leute, danke, danke, danke. Wir sind fast bei 7000 Subs. Dankeschön. Ne, nicht Rockstar hat den gekauft, Ray Reaper, sondern Take-Two. ...6877, Leute, geisteskrank. 123 fehlen und wir sind bei 7000, holy fuck. Holy fuck. Dankeschön. An jeden Einzelnen von euch. Dankeschön. Danke für die ganzen Subs zum Geburtstag. So, und jetzt guck mal, sowas kannst du vormittags immer richtig geil machen. Schön Wallis Brause-RP. So entspannt jetzt. Und dann noch geile Musik im Hintergrund. Oh, Junge, ich würde es so fühlen. Ich bin so froh, dass wir das alles selbst herstellen, ne? Real Talk, oder? Kann die Mule eigentlich hier parken? Glaubst du, das hilft, weil es berühmt hat oder eher nachhaltig, negativ? Keine Ahnung. Oh, guck mal, Rainies ist da. Der Typ nicht von. Ne, der ist nicht von Rainies, ne? Nee. Alter, ich dachte gerade.
Oh. So. Ja, ist ein bisschen was. So, genau. Also, schauen Sie, ich habe Ihnen da jetzt auch noch Wallis Brause so reingetan, den können Sie dann selber für sich behalten. Ja, so als kleines Geschenk. Ja, das können Sie einfach rausnehmen, können Sie sich hier für Ihr... Ist das Ihre Lebensgefährtin, Partnerin? Ja, Frau. Genau, können Sie beide das sich gönnen, ja? Und das ist die Lieferung, genau. Das sind dann alle restlichen Kartons und das war's dann erstmal. Perfekt, danke schön. Dann machen wir gleich den Venture-Post und dann sind wir durch. Okay. Die Rechnung schickt Ihnen dann die Frau Marshall. Ja, alles gut. Ja. Oh, Chat, ich bin so glücklich, wir haben es geschafft. Oh. Timmer! Fast 40 Monate, Mafuyu Yaba. Meinst du, es kann mal sein, dass ihr bei der Lieferung überfallen werdet? Keine Ahnung, kann sein, ja, ich weiß es nicht. Ach, die haben die schon alle ausgepackt, WTF, krass. Boah, Alter. Die clever sind, verkaufen sie die Dosen da auch einfach. So ein Überfall auf Wallis Brause würde ich halt auch mal fühlen, ne? Von Rainies. Erstmal Green Planet anrufen, damit die unseren Müllcontainer leeren. Ja, haben wir auch das Problem. Das ist... So, Regal ist voll, wir haben sogar schon die ersten Dosen verkauft. Echt jetzt? An Mr. Ja. Kukum, kann das sein? Auch, also da waren mehrere tatsächlich. Okay, cool. Wir haben uns halt entschieden, dass wir über Masse verkaufen und nicht über Preis. Bedeutet? Dass wir es nicht so teuer machen werden. Okay. Ja, ich denk, was kostet das bei Ihnen? 5,50 die Dose. $5,50. Ja, okay. Ist auch clever. Jo, auf jeden Fall. Gut. Ich habe gestern auf der Veranstaltung schon gehört, dass einige das für $9 verkaufen wollen. Im 24/7 finde ich ganz schön viel. $9? Ja. Ja, dann, wenn die Leute clever sind, das habe ich gestern gemerkt, wir haben ein bisschen Marktforschung betrieben, um zu gucken, wie die Konkurrenzprodukte verkauft werden. Und es variiert ja schon ziemlich sehr, wie die Leute ihre Preisgestaltung machen. Und ich würde immer dahin gehen als Kunde, wo es am günstigsten ist und fairsten. Ist auch so, ne? Machen auch viele. Für $9 weiß ich nicht. Wenn ich dann hochfahre hierher und ich sehe, es kostet $5,50 oder $6 oder sowas, dann würde ich ja eher immer hierher kommen. Ne? Also da kommt vielleicht die Gier durch. Deswegen sage ich ja, wir verkaufen über Masse anstatt über das Geld. Ja. Gut, Sie zwei. Ne, haben Sie sich auch die Dosen rausgenommen, die restlichen? Ja, die habe ich. Gut. Vielen Dank dafür. Ne? Die Frau Collins hat gestern vier hintereinander getrunken, lag dann quer. Also wirklich vorsichtig. Wieso wundert mich das nicht? Ja, alles klar. So, dann wünsche ich Ihnen noch was, ne? Schönen Tag Ihnen noch. Und danke für Sie mir die noch zu? Die schicke ich Ihnen zu, ja? Okay, kriegen Sie. Und wie gesagt, danke für die Bestellung, ja? Ja, gerne, danke schön. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss. Danke alle, schönen Abend, wir haben 15 Uhr. Wollen wir einmal kurz ins Regal gucken gehen, Leute? Nice. Sogar über dem anderen Energy Drink. Ja, waren ja mehrere Dosen aufeinander gesteckt.
So, jetzt müssen wir nur das Auto, den LKW wegbringen und dann können wir nach Hause fahren und müssen das noch kurz ins LDP eintragen und den Menschenbeitrag machen, dann Feierabend. $5,50 pro Dose, finde ich voll okay. Günstiger als Rainies. Alex hat mir gestern Muffins gebacken, ne? Voll nett. $9 finde ich schon heftig. Versuche jetzt mal bei Karma vorbeizufahren, aber ich glaube, das wird wieder Game Crash mit sich ziehen. Wir gucken mal. Ja, der Lunar Market ist aber auch cool da oben, finde ich. Ich finde das auch cool, wie der aussieht. Hey, kein Game Crash gehabt, sehr gut. Collins schiebt eine Überdosis, weil ich's brause. Junge, er hat mich gestern so fertig gemacht, wie quer die da lag, ne, die Collins. War witzig. Danke, Leute, für 2000 Zuschauer am Mittag, Alter. Ihr seid ja geisteskrank. Aber diese 11 Uhr Streams sind doch nice, oder? Jetzt bringen wir nur kurz den LKW weg. So, jetzt müssen wir uns ganz kurz um diesen ganzen Venture-Kram kümmern und eben das in RDP eintragen und dann sind wir durch. Merwutz, dankeschön. Alles gut, wenn du gestern früh ins Bett musstest. I take your dream. Danke für 39 Monate. Gut, ich schreibe jetzt erstmal eine SMS. Hallo, Honey. Habe die 1008 Dosen heute ausgeliefert. Wir müssen dringend schauen, dass wir immer auf die Dosenanzahl kommen, sodass es genau mit unseren Paletten aufgeht, sonst explodiert uns der Kopf. Luna Market wird uns eine neue Rechnung schicken. Eine neue Bestellung schicken. Wir haben pro Sorte nun 500 Bierdosen. Bitte schicke denen Rechnung und einmal das BB-Logo. Das wäre. Des Weiteren
Habe ich alles? Kostet unsere Dose bei Luna Market um die 50 Dollar. Ich danke dir. Ich habe im RDP eine Zeige aktualisiert. Stellung. Liegt. So. Zack. Dankeschön, Swagman. Ja, safe. Haben die schon einen Post gemacht? Nee. Okay. So, jetzt müssen wir ganz kurz RDP. So, die Bestellung haben wir durch hier. Es sind aber 504 Dosen. Aktualisiere ich mal eben. So, Bestellungen. Haben wir die? Ist das jetzt hier drin? Ah, perfekt. Guck mal hier. Da ist es doch. Das waren 504 Dosen. Und da kann ich jetzt machen, geliefert. Bitte Rechnung hinschicken. Waren 504 Dosen. Eine neue Bestellung müsste durch Luna Market erfolgen. Alles Gute. Oh, das ist so nice im RDP. Das kannst du jetzt einfach speichern. Und dann steht hier, dass es ausgeliefert wurde. Ausgeliefert? Ja. Voll gut. Hallo? Hallo. Sie haben auf der Hotline von Knussmann angerufen. Ja, es ging um die Auslieferung für Wallis Brause. Jetzt schaffe ich es leider nicht mehr, sonst hätte ich Ihnen das gerade vorbeigebracht. Ach so, okay. Ja, nee, so früh am Tag ist selten jemand von uns zu erreichen. Ja. Also es ist auch Zufall, dass ich gerade da bin. Ja. Ich muss nur das Auto wieder zurückbringen. Okay, ja, ansonsten heute Abend, so ab 19 Uhr, sollte auf jeden Fall jemand da sein. Check, okay, gebe ich so weiter. Alles klar. Bis dann. Dann danke. Tschüss. Schönen Tag. Tschö. Und Tag immer. Nussmann könnt ihr ab 19 Uhr heute liefern. So, das ist das Geile im RDP. Guck mal, jetzt steht das nämlich hier drin. Das können wir nämlich jetzt hier rausnehmen. Weil aktuelle Bestellungen ist ja hier geliefert. 1008 Dosen wurden geliefert. Bitte Rechnung schicken. Dann im RDP aktualisieren. So. Walter Weiß. So, ich muss jetzt noch den Eigenbedarf kurz eintragen. Da haben wir nämlich ja Dosen rausgenommen. Das können wir eigentlich hier löschen, die Lounge Party. Das ist ja durch. Löschen brauchen wir nicht mehr. So, Kontoverbindung, wichtige Daten. Aktuelle To-Dos. was war das? Zweimal Walli Seko von Walter Weiß. Und fünfmal Granat. Apfel von Walter Weiß. So, ist auch aktualisiert. Aber das hier ist mega. Das hier ist mega praktisch für uns, das System hier. Ach, Entnahme Eigenbedarf steht sogar hier drin. Wie ist denn das aufgeführt? Aber dann kann ich das auch direkt eintragen. Plus. Entnahme Eigenbedarf. Walter Weiß. Sind wir dann selber der Kunde? Ja. Plus. Eigenbedarf. Steht das hier so drin? Nee, man macht das also so. Was war das? Zweimal Walli Seko. Walli Seko zweimal. Und dann Eigenbedarf. Check. Plus. Was war das? Viermal, fünfmal Granatapfel, ne? Müsste die Getränke ganz nach oben setzen am besten. Das ist einfacher. Das ist ja hier. Das waren fünfmal. Für PR-Zwecke. So. Steht das hier drin. Nice. Den Bestand müsste man noch aktualisieren. Boah, da muss ich jetzt rechnen. Aber ich hab's mir aufgeschrieben. Warte. Ich hab mir den Bestand hier aufgeschrieben. Aber ist der Bestand wichtig?
Da müsste ich jetzt nochmal ins Lager. Das kann jemand anderes machen. Hab ich keinen Bock jetzt. Hab jetzt keinen Bock. Soll jemand ans Lager gehen und gucken. So. Nitro, Dankeschön für 5 Monate und Punisher, danke für 30 Monate. Das muss ich mir jetzt noch einen Venture-Post machen oder mache ich hier Feierabend. Melde dich ab. Darf ich? Oh, perfekt, Mosi. Das sieht ja übelst nice aus. Ehrenmosi. So, und das Venture-Passwort. Und dann habe ich Feierabend für heute, Chat. Bitte einmal Bestand überprüfen. Zudem möchte Mr. Daniels für uns beim Fahrrad Event am 21. um 18 Uhr einen Slot für Promo freischaufeln. 50 Dosen pro Sorte, außer Valisecco. Kostenlos für die Teilnehmer. Wir brauchen da Leute, die das verteilen. So, erledigt. Jetzt kommt noch der Venture Post und dann Onkel Dennis Feierabend. Wallis Brause. Lass ich kurz gucken, wie man diesen Luna Market schreibt. Es ist da. Tralalalala. Da ist es, Leute. Da ist es. Ich glaube, der letzte Absatz. Ich glaube, der ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man nochmal erklärt, wenn man einen Energy Drink trinkt, auch einen Vorteil hat für die Unternehmen drumherum. Hallo. Aber wie viele Dosen willst du denn haben? Achso, ach, das ist der DJ. Ach, Quatsch, okay. Ich dachte gerade, der will, okay, egal. Dann bin ich mal gespannt, wie der Run auf das Produkt ist. Aber mein Run ist jetzt nach Hause und dann Stream aus. Muffins essen, die Alex gemacht hat. Hm?
aber ich habe meinen neuen dreckigen Spind gefunden. Wissen? Wäre geil, wenn dann zu diesem Fahrrad-Event tatsächlich die T-Shirts von Wallis Brause mal fertig wären. Also mal gucken, ob alles abgeschlossen ist. Abgeschlossen. Muss ja immer leider vom Schlimmsten ausgehen. Abgeschlossen. Weg. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Etana, danke für deinen Prime-Sub. So schönes Wetter. Ich hoffe, ich kann jetzt mit der Alex noch ein bisschen spazieren gehen. Weißt du nicht, um 15 Uhr Feierabend. Ich bin ja gerade dabei. Ich bin gerade dabei, Feierabend zu machen. Alex ist auch nach Hause gekommen gerade eben. Deswegen, jetzt kann man Feierabend machen. Alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön. Alles gut, alles gut. Hier. Mule ist wieder unten. Auto ist zurück. Wir haben die Lieferung gemacht. Boah, heute waren wir produktiv. Heute waren wir, holy fuck, waren wir produktiv. Es war schön draußen, aber kalter Wind. Ja, Jäckchen anziehen. Wenn du das Jäckchen anziehen, dann läuft das. Happy Birthday, Dennis. Dankeschön, Leute. Danke für fast 7000 Subs. Vielen Dank. Geisteskrank. Ihr seid geisteskrank. Ich will heute noch Kuchen. Die Alex hat Muffins gemacht. Alter, Futzemann, Junge. Junge. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön für die 100 Subgifts. Danke, 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 danke. Haut dir einfach mal raus, so. Vielen Dank. Dankeschön. Wirklich vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön, hier, Futzemann, extra für dich. Ich liebe dich. So. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Haut mal einen Hype für Futzmann in den Chat, Leute. Wie viel haben wir denn jetzt hier für Subs? Ihr müsst die 100 draufrechnen. Digga! Kimmel! Was ist denn jetzt los? Der nimmt den Stream auseinander. Alter. Was geht ab jetzt? Das waren 200 Zeit. Bist du geisteskrank? Alter, Leute. Bedankt euch auch mal beim Futzmann. Ihr bekommt ja auch alle Emotes und so weiter. Schreibt alle mal Hype in den Chat. Danke, 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 Mann. Jetzt sind wir bei 7K. Holy fuck, Mann. Hat sich bestimmt verklickt. Ne, der verklickt sich nicht. Glaubt mal. Alter, Leute. Hört doch auf jetzt. Eines Tages 24 Stunden RP-Stream wieder. Ich sehe schon kommen, wenn das so weitergeht. Dankeschön, Mann. Ey, Digga, dankeschön. Absolut nicht selbstverständlich. Danke, 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 danke. Vielen Dank. Auch Command, danke für 208 Zackgifts. Kranos, danke für 200 Zackgifts. Futzemann, dankeschön. Ihr seid ja wirklich durch. Ihr seid ja wirklich durch. Alter. Jetzt, die Zugfahrt nähert sich. Nee, sag mal ruhig jetzt. So. Alter Schwede, Leute. Kimmel! Hört doch auf jetzt. Was ist? Was? 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 Kimmel!
Was? Was ist los? Das macht jetzt jeder von euch? Was ist denn jetzt los? Alter Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Junge, 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 Junge. Er will den Zug. Ja, ich merke das. Dankeschön. Kimmel! Vielen Dank. Ihr seid ja wirklich. Ihr seid ja wirklich. Vielleicht nur noch Subs im Chat. Ja, sicher. Vielen Dank, Mann. Dankeschön. Just Vara, dankeschön. Der Hype Train nähert sich. Der Hype Train nähert sich. Was ist das? 9000%? Alter. Leute. Es ist krank. Kimmel! Hört auf jetzt! Heuzi! Haut auch nochmal 5er rein. Dankeschön, Futzmann, wirklich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Alter. Es ist absolut insane, Mann. Bounty, danke nochmal für 500 Bits. Kimmel! Hype-Train Level 5. 507%? Was? Alter! Kimmel! Ja, Ruler, danke für 200 Bits. Knacken wir die 1000%. Hört doch auf! Hört doch auf! Kimmel! Dankeschön. Tom Thaler, danke für 500 Bits. Junge. Dankeschön für 10 Subgifts. Ich warte jetzt noch die 4 Minuten, bis der Halbfilm durch ist. Neko, danke schön für dein Subgift. Die 4 Minuten warte ich noch. Alex? Bin jetzt fertig. Dankeschön. Heuzi, dankeschön nochmal für 10. Alter. Kimmel! Drei Minuten 30. Leute, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tops, danke für 100 Bits. Vaga, danke für 110 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Heuzi, dankeschön. Zweckmann, dankeschön. Danke, danke. Skill Reaper, dankeschön für 10. Alter, 600%. Skill Reaper, dankeschön. Alter, Junge. Was geht hier ab? Kimmel! 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 Ihr seid geisteskrank, Leute. Kimmel! Kimmel!
Junge. Timber! Es hört nie auf. Liebe Leute. Alter. Timber! 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 Ja, liebe Leute, ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag. Futzemann, also... Timber! Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dankeschön, mehr kann ich nicht sagen, an jeden Einzelnen von euch. Danke für den Support. Timber! Uff. Wir nähern uns. Also, Leute, ihr. Also krank. Chat, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich danke euch für den tollen Stream. Timber! 1130% oder sowas, krank. Ich danke euch für den tollen Stream heute am Mittag. Morgen gibt es keinen Livestream. Morgen ist komplett frei. Aber wir sehen uns wieder am Donnerstag wahrscheinlich. Danke. Ey, danke. Alter, die Zahl, die da unten steht, geisteskrank. Dankeschön. Liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Zieht euch das neue Best-of-Video auf dem YouTube-Kanal Dennis Wert rein. Unbedingt reingucken. Und auf dem YouTube-Kanal von Lucky Five gibt es auch ein neues Best-of-Video. Ich wünsche euch was. Danke für diesen unfassbar kranken Support. Hat mir Spaß gemacht, dieser Stream. Leute, zieht euch Ausrufezeichen Best of. Alle rüber da, Leute. Wirklich, ihr lacht euch kaputt. Dankeschön. Ciao.